That you tried, well I do.
What can I say? Yeah, I make it easy. I wanna see you, I wanna see you on your knees in front of my face like that. You testing my patience, yeah, for something so basic. Okay, okay then, ooh, yeah, yeah. What a day, what a day. Cause I give and you take, and all you ever do is talk too much. Can we be done today? Goodbye, your time is up with me. If it ain't good enough, tell him you ain't putting up. I'm a bad bitch, I'm tough. Only one that I love. Run that shit into the floor. Shout that ass to the door. Make a quick cut. Da sind wir wieder live und in Farbe. Und jetzt habe ich es verkackt. So, live und in Farbe sind wir wieder da. Disco sitzen auch noch gleich drei Jungs. Die hören wir auch noch mal gleich zu. Oder vier in dem Falle gerade aktuell noch. Und dann werden wir heute uns noch mal ein bisschen mit der Bumse heißt auseinandersetzen. Die Welt rettet sich ja alleine. Ohne zu sterben. Mit dem gleichen Team, in der richtigen Reihenfolge. Soweit, ja, lassen wir es mit der Frage. Ich kann die nicht, ich beantworte die nicht gerne, wie es mir. Das ist nicht so gut. Aber wir können ja gerne fragen, wie es den anderen dreien geht, weil die sind nämlich da. Läuft. Hallo. Ja. Und Rasche. Mir geht's gut. Rob hat was zu essen, nehmen wir. So, also ich weiß, dass Tim ganz links im Bild ist. Das weiß ich wohl. Au. Das erkenne ich sofort. Bei den anderen beiden bin ich am überlegen, wer in welchem Bild drin steckt. Tja, hat er mich getötet? Mal. Also, ich sehe einen im Ladebildschirm, das könnte Sefi sein. Und der, der im Auto da um die Kurven heizt, ist der Rob. Ich sag mal hallo Sefi, nachdem es sich auch endlich entstummt hat. So. Richtig. Und du hast eine Person richtig und zwei falsch. Was? Tim ist so richtig. Ja. Heißt, dann ist Sefi doch der auf der Basis steht. Ja. So, dann machen wir das doch mal einmal Zauberei. Ich weiß gar nicht, warte. Magic, genau. Magic. Und Sefi ist dann der in Orange. So, und dann noch meine Wenigkeit. Aufnahmemaschine und her. Ich glaube, ich habe draußen immer noch mein Panzer. Nee, habe ich nicht. Panzer ist nicht mein persönliches Fahrzeug. Panzer. Na, ja, Rob auch noch nicht das neue Update gespielt. Nö.
neue Waffen, Elektroschocker, neue Karren und die Möglichkeit, ein Noob-Bike endlich mal auszuweichen. Ja, EMP-Granatwerfer kriegt alles. Ja. Es gibt neue Autos. Es gibt neue Autos, ja. Auch neue Sportwagen. Der Dinka, glaube ich, heißt der. Nee, es sind mehr neue Autos. Ja, ja. 3, 4, 5, 6. So. Du kannst jetzt, by the way, ein neues Gebäude kaufen und den Waffenschrank kaufen. Dann kannst du dir einen EMP-Granatwerfer holen und das Teil kann einfach Fahrzeuge stunnen. Das heißt auch ein Noob-Bike dementsprechend. Ja, da. Ja, das wirst du aber nicht treffen, tatsächlich. Der Raffi denkt da ein bisschen zu optional, aber das stimmt. Franklin hat seinen Auftritt in GTA Online. Das bedeutet jetzt, dass wir quasi eine Story-Mission für ihn haben, mit ihm haben. Und halt in seiner Agentur neue Dinge kaufen können, wie das in den EMP-Werfer, ein Elektroschockgerät, um Spieler zu stunnen. Und halt eine neue Möglichkeit, Autos zu schützen. Aber das betrifft nur die neuen Autos, die mit dem Update dazu kamen. Du kannst so einen Störsender einbauen für Lenkraketen, sodass die Noob-Bikes sich nicht mehr abschießen können. Du könntest zwar manuell noch treffen, aber die können nicht mal eben rein dich anvisieren und abdrücken. Okay. Das heißt, die sind somit etwas offiziell genervt worden. Wusstest du das jetzt an, Tim? Ja. Welchen Sportwagen kaufen Sie jetzt? Es gibt einen, den hat auch jemand getestet. Ich weiß nicht, hat irgendwer Dinka gesagt oder Jinka? Ich glaube, Sefi hat das neue Fahrzeug, meines Wissens. Woher bin ich denn jetzt gefahren, dass ich so abgehoben bin, sag mal? Ich hebe. Da sind Polizisten im Boden. Ich glaube, ich bin gerade über einen Polizisten. Gassi. Das ist Sport. Ja, ich bin über eine Leiche gefahren, die im Boden stackt und bin deswegen abgehoben und hab mich gedreht. So, Pegassi, wie heißt der? Ignus, genau, Ignus, das ist der. Das ist der, der getestet wurde. Ja, aber es gibt noch den Pfister Astron. Adati. Keine Ahnung, wie man den vielleicht ausspricht. Enus Jubli, dann den Enus Daiti. Ich bin die Leise abgehoben. Habe ich denn bitte meine Tür verloren? Auch nicht schlecht. Ja, es gibt ja den YouTuber, den du kennst, ne, Replay, du weißt schon was. Ja. Der hat jetzt den wie hieß der Wagen jetzt? Pegassi Ignus. Ignus, genau, Ignus. Den hat er halt getestet und verglichen mit anderen Supersportwagen. Hat eine gute Beschleunigung, Endgeschwindigkeit ist aber im Endeffekt, ja, bis dann drin auf jeden Fall. Ansonsten ist das eine etwas schlechtere Version vom Krieger. Weil er ein bisschen also nicht stark genug zieht und hüpft. Er hüpft gerne mal. Tim, willst du vielleicht einsteigen? Ich glaube, ich brauche eine neue Garage. Nee. Kauf dir. Nee, warte, machst du denn nicht die Tuner-Garage da? Ist schon voll. Was? ist Sefi überhaupt auf dem Server? Autos. Rammstein, Raffi? Romop, nein. Sefi ist gar nicht auf dem Server. Niemand oder ist. Rüstung habe ich voll. Ja. Das erste Ding ist damit gesehen an und dann bei euch wieder der gute alte Doomsday heißt. Ja. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja. Modeur. Ist ja auch egal warum. Umso schöner ist es, dass wir die ja wieder sehen können. Sefi hat was gesagt. Ja, weiß ich. Sitzung ist voll. Ja, wie war der Sefi bei sich auf der Sitzung? Auch voll. Du bist ziemlich leise, Sefi. Kann sein. What can I do for you? Oh Mann, tut mir leid. Das war alles so nicht geplant heute, Junge. Wollen wir das denn so machen, dass einer die Lobby cleart? Wie cleart? Warte mal, wir sind jetzt zusammen auf der Lobby. Warte mal, was passiert jetzt passiert. Der kommt jetzt gerade auch in die Lobby.
bei ihm aussieht. Okay. Ein auf zwei. Sau voll. Muss mich nochmal einladen, bitte. Ja, warte ruhig, weil jetzt, wenn wir jetzt eh wir keine. Jetzt erst eine Lobby klären, weil jetzt alle Lobbys ja voll sind. Ja. Okay. Dann kann der Scully nochmal eine Einladung rausschicken. Ja, ich muss mal gucken, wie das ging nochmal, weil. Da ist, wir brauchen den Task Manager. Dann waren wir bei Leistung. App-Verlauf. Und dann im App-Verlauf anhalten, ne? Genau. Pausieren, glaube ich. Zeigt mir GTA gar nicht an, ja. Auch muss ich weiter runter scrollen. Ich bin ganz unten tatsächlich. Muss er nicht auf Dienste gehen und in die. Warte mal. Task beenden, ausfüllen, im Vordergrund online suchen. Nee, das ist nicht richtig. Soll ich geschwind machen? Ja, du schaffst es schneller. Ja, du weißt wie. Okay, Priorität festlegen. IQ. So, wir nehmen Platz. Lade zu dem, was wir verschwenden. Mord in der Lobby. Mord in der Lobby? Ich kenne nur Mord, das ist ihr Hobby. Ein Modeur. Ein Modeur. Ja, sind wir gleich los. Oder? Ich könnte zu mir kommen. Wie viele Leute sind bei dir drin, Rob? Nur er. Ah, gut. Das ist ja der springende Punkt, weswegen wir sagen, wir haben Lobby geklärt. Ja. So, was mache ich denn mit Outlook, nicht dass Support reinschaut? Sollte so sein, Adrian, ansonsten kann man die verklagen. Dafür gibt es ja den ganzen Datenschutzkram. Aber das heißt SIP geben. Das muss man darauf hoffen, dass sie sich an die Datenschutzverordnung halten. Und wenn nicht, halt vor Gericht. So, ich bin da. Wir sind alle so ziemlich jetzt da. Ja. In einem zarten Rosa. Jemand dafür möchte bei den Vorbereitungsmissionen helfen, ne? Weil ich weiß nicht, ob du. Muss er halt inoffiziell helfen. Eigentlich, du darfst mich im Motorclub schon einladen, wenn du warst, glaube ich, nicht Problem bis jetzt. Aber ich bin eigentlich, wie gesagt, also eigentlich bin ich im Grunde genommen eigentlich jetzt nur noch wegen eigentlich deinem Casino ist da, so. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Ach so. Also, wieso hat sich das erledigt? Habe ich gerade irgendwas verpasst oder so? Oder? Weil es jetzt nicht im Stream gemacht wird. Achso. Also, weil es nicht zählt oder wie? Oder habe ich das falsch verstanden? Frag bitte nicht nach, Raffi, okay? Okay. Ich habe Mist gebaut, jetzt muss ich dafür gerade stehen. Reicht das? Also das ja, ich verstehe. Jetzt verstehe ich, Entschuldigung. Warum läufst du mit dem Atemgerät rum? Laufe ich? Ich kann. So. Keine Ahnung, seitdem der das letzte Mal nicht aufsetzen wollte, setzt er das jetzt nie wieder ab. Dann musst du halt in deinen Einstellungen das Stil das halt abstellen. Ach ja, stört ja nicht.
Die Festplatte abchecken, ja klar, kannst du machen. Und der Rob tunet jetzt welchen Wagen? Den Ignus? Nee, den anderen. Kann ich dir gerade nicht sagen, mein Tune. Ist ja egal. War schwarz. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Freu nicht mehr lang. Yes, yes, Tim ist vorbereitet vor Gas angegriffen. Naja. Avon Hertz. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal. Ach, Tim guckt mit. Der Sefi guckt mit. Wieso guckt der Tim nicht mit? Was guckt ihr mit? Cutscene. And I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this person talking? Don't worry about it. Bitte nicht stören, Tim. Muss mal anklopfen, vielleicht hilft's. Wenn aber man sieht auch die Cutscene verschieben. Guck, ich werde sagen. Jo. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into, when whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford so, is super bin bereit für eine Einladung? Wir sind gerade in der Cutscene. Aber die können wir jetzt überspringen, wenn du fertig bist. So, Secure Surf. Na, guck mal, auch hier im Update haben sie wieder neu gemacht. Ein schönes, intensives, grünes Haar. Du heißt. War das nicht schon immer da und grün? Ist sie gerade gar nicht. Aber das ist das andere Punkt. Rob ist da. Dann ist er die Töter. Yay. War das für ein oranges Licht unter deiner Karre? Von immer. Erwähnt. Ich wollte ein Suicide. Du hast. Ey. Ich wollte einen 360 machen und du fährst mir einfach volle Kanne rein. Ja, sicher. Der kann wieder mal. Dann überhole ich dich halt einfach, mein Gott. Oh, sorry. Ich weiß gar nicht, ob du mich einholen könntest. Aufpassen, wie du fährst. Aber ich fahr halt nie gut, ne? Egal, wie gut du fährst, Züge fahren Güter. So. Oh. Der Rob hat ein eigenes Icon für sein Auto. Das Screw-Up-Zeichen wahrscheinlich, ne? Mm-mm. Er hat ein Symbol dafür, dass er ein besonderes Auto fährt. Wenn du auf der Karte guckst. Ach so. Dann gehört das, glaube ich, zu den Autos, die du den Lenkraketenschutz ausschotten kannst, glaube ich. So, ich bin, glaube ich, jetzt bis jetzt vorerst raus. Jo. Ja. Ja. Soll ich, werden vielleicht am liebsten, wenn euch noch kurz eingefallen hat, und ich kurz in den Live-Server hochrufen, dass keiner rein kann? Ja, mach mal mit dem Netz. Ja, so, schön. So, jetzt sind wir vollständig. Ja, der Raffi ist jetzt auch Mod hier bei Discord, tatsächlich. Der hatte nämlich ein paar Ideen gehabt, von denen er erzählt hat, und der Adrian genauso. Da habe ich dann quasi gesagt, okay, die könnt ihr den umsetzen, aber wenn die irgendwas umsetzen wollen, sollte das am besten mit allen anderen auch abgesprochen werden. Also auch mit dir, Rob, zum Beispiel, und Tim. Mhm.
Ja, das heißt, wenn ihr irgendwie einen Bot hinzufügen möchten, hier für Rollenverteilung oder andere Dinge. Ah, den hat jetzt schon im Freestuff-Bot eingebaut und vorher. Aber nichtsdestotrotz sollte das an dem Mod-Channel besprochen werden, wenn ihr irgendwelche Änderungen vorhabt. Ja. Warte mal an dem Transporter. Wachs aber weit weg. Ich ja. Ja, alle irgendwie. Ich war direkt in der Innenstadt. Aber schickes Symbol auf jeden Fall. Yo, ist das ein Ernst? Ja, sicher. Schöne Karre, wo hast du die her? Mit Hilfe von Raffi aus dem Casino. Casino heißt. Nein. Ah ne, warte mal, ist das der. Ujo. Ist das der Reisfahrzeug. Ah, okay, hast du gewonnen. Raffi hat zuerst gedreht und dann habe ich da hinterher gedreht und hab's gewonnen. Das war schon ziemlich lustig. War das schon so, dass das upgegradet, also Tune vom Aussehen? 1:1, so wie es aus dem Casino kommt. Ich anschiebe, wenn ich wirklich die Sterne kurz weggehen davor. Ah, jetzt ist weg. Polizei stand nämlich da drin. Wie war es jetzt mit der Ausrüstung? Einfach durchmachen, ne? Ich hab keine Ahnung. Ist ja alles gut, Adrian. Yo. Voll gerade zu sein, der Klaus im Polizeiauto. Aber schlingert ein bisschen die Karre, ne? Big Roller. Ich wollte den auch nur rumzeigen, dass ich den gewonnen habe. Ja, schick, dann muss ich auch mal gleich irgendwann drehen. Jo, Polizei. Ja, zu spät. Ich hätte mal noch ein Panzerung kaufen sollen, aber egal. Sollen wir nicht sterben? Ah, ich war kurz vorm Sterben. Boah, bisher nicht. Ist das eigentlich normal, dass mir das Preisfahrzeug auf dem Podium im Casino nicht mehr angezeigt wird? Jetzt, wo ich's gesehen hab? Ich hab noch nie drauf geachtet. Okay. Was würde denn passieren, wenn das Casino-Rad nochmal bei Preisfahrzeug stehen bleibt? Ich glaub, dann bekommst du Geld und RP oder RP. Geld und oder EP oder eins von beiden. Habe ich auch noch nicht gehabt, tatsächlich. Ich glaube, die fahren gar nicht hier rein, ne? Also wenn sie wieder verbesserte KI bekommen hätten jetzt mit dem Update. Hm. Wir sind nicht hinterhergefahren. Ich muss gleich definitiv das Auto wechseln. Ach, hier ist der Kofferraum wieder vorne. Ja, ist ein Porsche, ne? Hier gab es was zum Sammeln an dem Alien-Ding. Hat's das schon mal eingesammelt? Ich glaube, eine Figur oder eine Requisite? Ja, eine Requisite habe ich. Ja, ist für Berge nicht ganz so gut. Rob, du kannst auch eine Spielaufnahme machen, aber auch nicht den Server übertragen komplett, ne? Okay. Ich hab das gerade echt gewundert, dass ich mit der ungetunten Karre mindestens genauso schnell war wie Tim. Ja, und Tim hat eine voll getunte Karre. Ja, für die, die es schon gehört hatten, mein Kater ist ja nach wie vor in der Klinik. Der hätte heute zurückkommen können, aber Ärzte sagen, bis Mittwoch muss er bleiben. Solange es mir ja besser geht, wie du geschrieben hast, ist doch gut. Ja, ihm geht es halt schon besser. Er hat halt immer noch ein bisschen Blut im Urin, ganz wenig. Und die hoffen jetzt tatsächlich, dass es besser wird. Die spülen die Blase, sage ich mal, aus, dreimal täglich. Wollen nochmal Röntgen machen und nochmal 200 Euro verdienen. Also, naja. War das gerade bei euch zufällig auch so, dass da stand, Sky King Industries hat Ausrüstung von Sky King Industries geklaut? Ja. Okay, gut. Dann war das eben also wirklich ein Bug. Okay. Ja, das Spiel bringt immer wieder Updates und Bugs mit rein. Das ist wie bei allen anderen Spielen auch. Wenn du tief genug suchst, findest du immer irgendwelche lustigen oder interessanten oder nervigen Bugs.
Das ist ja noch nicht mal tief genug suchen, ne? Man macht halt. Ist sehr offensichtlich, ja. Hätte ich das vor die Haustür gebracht, aber du musst es ja rausbringen. Na, Haustür. Das Ding nenne ich jetzt nicht gerade Haus. Es hat ein Dach. Es hat Wände. Es hat. Betten? Eingang. Es hat auch ein Bett unten. Siehst du? Haus. Unter der Erde. Ja. Mal gucken, wie viele Kilometer unter der Erde. Das ist ja immer wieder lustig. Oh, diesmal gar nicht so tief. Habt ihr alle noch Snacks? Mann, da war der Rammstein weg. Ach, schade. So, nee, ich muss noch Panzerung kaufen. Dann mach, weil jetzt kommt ja die, weiß ich nicht, ob wir jetzt Vorbereitung machen oder nochmal Ausrüstung. Am Ende war es, glaube ich, eigentlich gehopst wie gesprungen, ne? Na, schade. Ich dachte, bei deinen Felgen würden die Dollarzeichen aufrecht stehen bleiben. Das wäre lustig. Nee. Schade. Ja. So, Snacks sind voll, Rüstung ist voll, Rob ist einkaufen. Übrigens, es gibt ein neues Gewehr, ne? Rob, das schwere Gewehr, das kannst du auch jetzt kaufen quasi. Ich weiß nicht, ob es sogar Sinn... Ohne das Haus aber eine halbe Million, Alter. Ist das mit dem Haus günstiger? Ich meine, ich hätte da was gelesen in den... Welches Gewehr? Oh, ja. Ganz rechts oben, das schwere... Genau, ganz rechts oben, schwere Gewehr. Ganz rechts oben ist das... Oder unten. ...vom Kampfgewehr. Ja. Neben der Alien-Pistole direkt rechts. Ja. Ist ein bisschen teuer. Ja, aber super Statistik hat das Ding jetzt aber auch nicht, ey. Ja, kannst ja noch aufwerten, glaube ich, irgendwie. Das wurde auch verglichen hier von dem Typen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Er sagte, minimal schneller kriegst du die Leute auf jeden Fall down. Weniger Schaden als die andere, aber dafür... Nee, warte mal, mehr Schaden, aber etwas weniger Feuerrate. Oh, das ist neu. Naja, wir wollten es nur gesagt haben. Wie wird das mit Werbung? Da steht sogar jetzt, guck mal, dem Gegner abgenommen. Da steht da sogar jetzt, Doch. Ich hab das mal für eine andere heiß gemacht, tatsächlich, dass ich da dem Gegner was geklaut habe. Das ist aber schon Ewigkeiten her. So. Wir gehen auf schwer. Volle Munition, Panzerung. Militärgewehr. Jo. Ich wollte gerade sagen, was ist passiert, aber es kann nur Einbildung gewesen sein diesmal. Was soll denn gewesen sein? Ich habe ein Rascheln gehört, nutze das ja meine Katze, aber es kann nicht sein. Ja, sollen wir mal wieder wie letztens machen? Das? Ja. Tim ist schon ruhig. Das ist wieder einfach. Ist immer interessant zu sehen, welche Reihenfolge die Bilder abgespielt werden. Wenn wir das gleiche machen, wo wir merken. Ja. Tja, Platz die wieder und so, ne? Bei Mauszeiger. Stanni. Fang Tim ganz weit vorne, aber es ist sehr viel. Ja, ich bin irgendwie vor euch gespawnt. Das weiß ich nicht, Arian. Hast du den Jester gewählt, Scully? Joa. Okay, hast du noch genug Leben? Ja.
Ja. Jo. Wir können von vorne anfangen. Upsi. Ich hab dich gar nicht vorbeilaufen sehen. Er ist ja auch nicht vorbeigelaufen. Er stand hinter dem Auto. Ach so. Upsi. Ich glaube, das haben wir noch nicht geschafft. Wow, das war ja ein kurzes Vergnügen nur. Ja, hat Spaß gemacht. So, ciao Leute, ich bin weg. Ne? Dafür 65.000, um die Basis zu verlassen und direkt überfahren zu werden. Wow. Oh mein Gott. Nein. Zweimal. Danke, Rob. Ja. Das war, ein Türchen aus meinem Adventskalender. Oh, ich esse auch auf dem Flip. Hast du Schoki oder irgendwas anderes als Adventskalender? In dem Fall Schokolade, Milka. Das gute Zeug. Ich habe auch noch einen mit glasierten Erdnüssen und so. Das ist auch nicht schlecht. Der wäre nicht für... zu trinken. Ja. Aber da habe ich erst 5 Türchen aufgemacht. Ich habe irgendwie geschrammt. Schön. Ich dachte irgendwie, mich hätte ein NPC überfallen, aber nein, das war Rob. Sorry. Der Boost hat sich so schön angefühlt. Du meinst, weil er nach 0,15 Sekunden wieder zu Ende war? Ja, war ein bisschen schade. Mir tun die $65.000 jetzt ein bisschen mehr weh. Echt? Ja. Die zahlt der Rob dir später wieder aus. Ah, der möchte auch Schokolade. Na dann. Tut mir leid, bis dahin ist die weg. So lange kann ich die leider nicht aufbewahren. Meine Nichte bekommt zu Weihnachten eine Tafel Schokolade. Eine ganze? Oh mein Gott, übertreib's nicht. Pass auf, ich habe einen Bekannten gebeten für mich quasi, weil er einkaufen ging auf der Weihnachtsfeier, ob er mir denn eine Tafel Schokolade mitbringt. Dann wollte ich ihm das Geld geben, dann sagt er, nee, nee, da stecken. Alles klar, dann habe ich halt den Euro behalten. Er kommt zurück mit der Riesentafel Schokolade. Also die ganz große von Milka. Ich so, bist du wahnsinnig? Und du willst nichts dafür haben? Lass gut sein. Oh, stecken. Ja, also... Meine Nichte, die zwei ist, bekommt eine Riesentafel Schokolade von 300 Gramm. 300 Gramm ist ja nichts, das inhaliere ich hier. Oder waren das 500? Ich weiß es nicht. Die ganz großen Teil von Milka, du kennst... Man kennt sie. Der Rob kauft, der hat mich nur überfahren, um sich eine neue Karre zu kaufen. Ich sag's euch. Stimmt doch gar nicht. Ich sag's euch. Der hat mich nur überfahren, um eine neue Karre zu kaufen. Ich hab jetzt die Zeit genutzt, weil tot warst, hab ich gesagt, komm, erst Belohnung. Ja, und warum war ich tot? Ja, wenn ich gerade mal dabei bin, mal eben kurz das neue Update durchspielen. Ne? Ja, und warum bin ich tot? Genau. Weil Rob mich zu Tode gefahren hat. Weil du zu blöd bist, über die Straße zu gehen. Richtig. Genau. Rob hat mich überfahren, eiskalt. Das hättest du sehen müssen, dass der Rob ansetzt. Du, das habe ich. Wenn das Auto nicht da gewesen wäre, wäre ich an dir vorbeigerauscht. Ja. Ist so, es ist nicht Robs Schuld. Das kann ihm keiner beweisen. Ja, ist okay. Wir haben ja zwar auf Stream unten links, wie es passiert ist, vor 5 Minuten, aber hey, weiß ja keiner, ne? Ja, Thema. Wollt ihr mitfahren? Nee, Tim ist gerade noch. Fahr schon mal. Hey! Bin ich eigentlich noch laut genug für den Stream? Ich hab mal gerade das Mikro ein bisschen. Ja, bin ich wieder. Ich hab mal übrigens das Mikro ein bisschen leiser gezogen. Ich hoffe, ich bin noch laut genug für den Stream. Ja, ist okay, fahr damit. Achso, nee, ist bei dir anscheinend sich gehört. Das war zumindest meine Idee, aber egal. Ujo. Boah, der war knapp. War das ein... Übel knapp. Rob hat heute echt hier ein Reset da gelassen. Hab ich? Nein. Arlen hat nur gerade einen Resub dagelassen, in dem Moment, wo ich Rob erwähnt habe. Und es hat sich jetzt zusammengefügt, die Aussage. Danke für den Resub. Bald 12 Monate, ein Jahr schon. Hast du gut gemacht, Rob. Kannst du Adrian, danke schön. Ich glaube, Rob hat sogar... Hat er eigentlich, hat er nicht? Weiß ich gerade gar nicht, ob er hat. Nicht mehr lang, nee. Dann merkt man aber, dass du nicht von Anfang an dabei bist. Da haben wir einen Kaki oder ein Sefi. Der von Anfang an dabei ist mit dem Sub. Sefi hier von ganz Anfang an. Der allererste. Danke, Whitey. Kennst du die Geschichte?
Also ihr Affiliate wurde, hat sich ja quasi die Möglichkeit, dass Leute ein Resub oder ein Sub da lassen konnten. So, das hat Sefi auch als erstes gemacht, es ist aber irgendwie untergegangen. Dann hat Whitey einen Sub da gelassen, den allerersten. Ich dachte, den allerersten, weil der da angezeigt wurde. Ich sag so, danke Whitey für den allerersten Resub überhaupt. Und Sefi so, hust. Ja. Tja. Sefi war halt der Erde. Erste. Ja, ich glaube, es war irgendwie während deines Countdowns? Oder während. Also wenn du resubst, ist das meistens immer noch während des Countdowns, ja. Nee, ich meine, der allererste Sub war, glaube ich, auch. Da warst du noch nicht direkt live, deswegen hast du das nicht mitbekommen. Achtung! Rob, was hast du gegen Scully heute? Ich habe keine Ahnung. Zerstör die Karre, Tim. Zerstör die Karre, Tim. Uyo. Ja. Nicht so aggressiv hier. Ja. Ich rufe bei Miss Myrtle, dass wir das Auto wieder reparieren. Ich auch, wenn es mir nicht mehr in die andere Raum führen. Alles klar, die Polizei kann einfach falsch rum. Okay. Guck mal kurz, wie viel bezahlen wir, was wir dann tun. 130.000 Öcken für 10 Minuten! Hey, komm, 36er Teststream läuft ja. Ja. Hey, der Neo ist fast am Abkratzen hier tatsächlich. Der Neo macht einen auf Scully. Lässt sich umbringen. Einen Fünfer von mir reinpumpen. Aber wenn ich das mache, gibt es, glaube ich, keinen Schaden tatsächlich. Ich kann gar nicht selbst donaten, so. Backup dauert echt lange. Ja, die Backups dauern immer lange, ja. Wie viel hält der Krankenwagen denn aus? Sag mal bitte, ich höre Explosionen ohne Ende. Nee, ich schieße die Bullen ab. Wow. Au. Jetzt hat Rob auch noch was gegen Tim. Oh nein. Ich glaube, der Umzug hat dir nicht gut getan. Seitdem wir jetzt in der Wohnung zusammen GTA spielen, sind wir andauernd am Sterben. Ja. Ah, fast. Alter, jetzt fährt mich auch noch ein anderes Auto an. Ja, schlimm, ne? Zwei fährt mich auch beinahe an. Alter, jetzt brenne ich. Ja, jetzt habe ich die Polizei gerammt, sehr gut. Hä, ich dachte, Tim wäre fürs Rammen zuständig. Weil Stein? Ja. Ja gut, er muss Steine rammen, ne? Entweder mit... Irgendwer ist einer. Hallo Tim. Hallo. Ja, ich wollte jetzt meine Sparrow mal anfordern tatsächlich, aber erstmal von der Polizei ein paar Meter gewinnen. Also. Auf einmal kommt er aus der Versenkung. Ach ja, stimmt, mit den Krankenwagen haben wir auch Formel 1 Autos fliegen lassen, ne? Ja, vielleicht. Möglich? Das ist das Schöne an OBS-Linie, da kriegst du halt solche Szenen aus zwei Sichten mit. Ich glaube, Support muss ich auf morgen verschieben. Dann verschiebe auf morgen den Support. Also bist du jetzt weg. Ujo, was ist das für ein Chaos hier? Ujo. Ujo. Casey ist gar nicht da. Oh shit, ich glaube, ich habe ein Spiel angepinkt. Sorry. Er hat überlebt, okay. Erstmal randoms in die Luft jagen, sehr gut. Ja, war jetzt nicht meine Absicht, dass wir noch einen Polizeiwagen, aber... Ja, war nicht deine Absicht, genau. Und Nachtclubgüter werden von Organisationen transportiert. Zerstöre Nachtclubgüter, um Geld und RP zu verdienen. Wer will? Tim, okay. Dann hau rein, Tim. Hä? Hast du nicht mitbekommen, dass ich gerade freiwillig gemeldet... Du hast dich gerade freiwillig gemeldet, um Nachtclubgüter zu zerstören. Ne, ich hab gehustet. Dann flitzt mal los. Hust. Na. Haben ihn verschluckt? Kann aber nicht an meiner Fahrweise liegen. Doch. Das wär's ja jetzt, ne? Ah, kann ich überhaupt, wenn ich in der Base bin, den Auftrag abbrechen? So rasant gefahren, da hab ich mich verschluckt beim Trinken. Sei ehrlich, du hast den Kopf rausgehalten, hast A geschrien und eine Mücke dabei verschluckt. Voll. Ich aber nicht gleich in Dreck. Oh mein Gott, hat den Raketenwerfer rausgeholt. Ich hab nichts getan. Ihr wollt doch gar nichts machen. Ja, genau. Sagt der Raketen
Denk dran, Tim, bisher war es der Rob tatsächlich wirklich immer. Leider Fakt. Also für heute, ja. Hey, what's going on? So, Weltuntergang abbrechen. Ja. Die Kosten nicht zurück. Okay. Ich würde dir gerne das Geld überweisen, aber es geht ja nicht. Leider nicht mehr. Ja, schon seit 2014 nicht mehr. Geld auf ihn aussetzen. Nee, das was wir, alles klar. Worauf wir dann 45 Minuten lang warten und er kriegt das Kopfgeld. Und das machen wir dann. Oder ihr setzt ein Kopfgeld auf Rob aus und ich töte den 6-mal. Ja, aber das wäre ja unser Geld, das du kriegst. Wir wollen ja, dass Robs Geld zu dir kommt. Ja gut, dann setzt Rob ein Kopfgeld auf dich aus und ich töte dich. Hm, das ging auch. Ich hätte damit auch kein Problem. Also ich müsste das 65 Mal machen, ne? Nee, Quatsch, gar nicht. Nicht mal unbedingt. Nee, mal. 10.000 kannst du maximal holen, sagen wir, für 2 verkackte Versuche 130.000, also 13 Mal. Uff. Wobei halt 9.000, ne? Und Gebühr für Lester. Ja, aber wenn er 10.000 auf dich aussetzt, dann zahlt er halt 11.000 an Lester. Nein, nein, der zahlt 10.000, kriegt aber 9.000 raus. Hm. Du kannst aber Kopfgeld bis 10.000 aussetzen, oder nicht? Und zahlst dann 11.000 an Lester. Also der Ignis sieht echt nicht schlecht aus. Nö, wo bist denn du eigentlich gerade? Wahrscheinlich nicht in der Nähe, ne? Irgendwo in der Pampa. Oder Rob nimmt einfach 130.000 ja. von seiner Bank und du tötest ihn und sammelst jedes Mal die 500 ein, die er fallen lässt. Der hat schon genug Geld dabei, der braucht nichts abheben. Der läuft doch eh mit 6 Mille oder was? 4. Ach, das ist ja nix. Die Mille, ja. Portalkasse. Kleingeld. Die Portalkasse? Hast du 1 Dollar Noten dabei, ne? Ja. Ich hab da gar nicht mehr so viel Geld, ihr wisst, gell? Sowas ist frech tatsächlich, ja. Aber 12 Millionen habe ich nur noch. Ja, dann kommen wir daran jetzt auch gerade nix. Ich hab 2,5 und denk mir, yo, dann kaufe ich mir die Welt. Wenn's geil ist, hol ich mir nochmal Geld. Wo ist meine Sparrow? Weg. Ich weiß nicht. Ich fahr mit meinem Kuruma. Ja, warum? Ja, es geht ja online. Business. Danke, danke dafür. Ja. Es geht ja online, Business, ja, ja. Bin ich da gerade auf den Fersen? Ist das der Rob? Ja, wahrscheinlich, ne? Kann mir nicht vorstellen, dass Scully so weit vorne ist. Ich glaube, es kommt ein Jahr. Russien. Deutsch besser? Russian. Ah, Jan hat gerade hier rausgegeben. Aber er konnte es lesen und verstehen. Warte nicht so, Putin kann doch auch fließend Deutsch, ne? Ja, wahrscheinlich. Ist ein Mann von Welt. Der hat ja auch 17 schwarze Gürtel oder so. Oder den schwarzen Gürtel in irgendeiner Sportart im 17. Grad. War das nicht so? Ich glaube, du könntest ihn trotzdem, oder? Ja. Du kriegst von mir 10 Euro, wenn du das herausfindest, ob du dem eine. Was Nein. feiern kannst? Yo, wahrscheinlich. Nur steuerfrei. Und das war der Tag, an dem wir Sepi nie wieder gesehen haben. Ja, erst mal 100 Jahre russische Zwangsarbeit. Danke, danke. Aber ich habe Putin eine gefachert. Für 10 Euro. Guter Deal. Für 10 Euro. Ja, genau. 10 Euro, mit denen ich genau nichts anfangen kann. Für die 100 Jahre nicht mehr. So, der Ignus, ja. Ja, hab ich zu spät gesehen. Ja, also 6 Autos tatsächlich. Ich wüsste halt wirklich nicht, ob der Ignus tatsächlich einer von den Wagen ist, wo du deine Panzerplatten reinsetzen kannst, dass du hier die. Die Raketenstörer hast, dass sie dich nicht mehr anvisieren können. Weil könntest du mit dem Wagen immer fahren und dich kann keiner mehr anvisieren und piep-piep machen. Ist das nicht. Einer von den neuen Wagen? Mhm. Ja, dann gerade. Ich weiß nicht, ob das mit allen. Wagen aus dem neuen Update. Hat der Typ gerade seine Farbe. Weiß ich nicht. Dafür müsste ich erstmal tatsächlich das Haus haben. Okay.
Ich habe gerade drauf gespart, aber das ist ja richtig mies. Neues Update für Prime, keine Rabatte. Es gibt nicht sofort Rabatte darauf, dass man es sich gönnt. Nein, Vollpreis. 4 Millionen. 4,5 Millionen Vollpreis. Ja. Voll ja. Schnappulieren hier. Ja, genau. Der Rob kauft sich das aus der Portotasche. Nee, so viel hab ich auch nicht mehr. Alter. Was ist los? Polizei ist in mich reingefahren. Nice. Das ist ein Typ hinter dir. Ich versuch gerade mal. Wieso sagen die mir zu Son of a Bitch? Ich dachte, ich spiele eine Frau. Kommt ihr mal kurz ran hier. Wir haben da ein kleines Problem. Hier ist ein Spieler, der ein bisschen Stunk machen möchte. Ja, da ich meine Sparrow weg ist, bin ich immer noch an der Base. Dann dachte ich mir, komm, dann warte ich jetzt hier, damit es schneller geht. Was das einzige Fortbewegungsmittel ist, das du kennst. Ich versuche schon zu kommen. Das schafft die Polizei nicht, ha. Willst du mich verarschen? Alter, wie viele Treffer soll ich dir denn noch einballern? Dieses versuchen sie nicht. Ach, da kann ich nicht durchfahren. Ja, okay. Oh, von vorne kommt auch einer. Spieler oder Polizei? Jetzt hier im Kreis oder was? Tim ist immer noch dabei, die Polizei loszuwerden und ich versuche mich um den einen Typen hier zu kümmern. Ja, der mir hinterher fährt. Ja. Polizei von vorne, von hinten, von überall, Alter. Polente. Wo rennt er? Werde angeschossen von einem Auto. Ja, von mir aus versehen, sorry. Daneben gezielt. Der sieht wie fett im Kuruba. Ja. So, ich hab Polizei weg. Ich kann Alter! Weg. NPC. Gib mir die Eier. Ha! Hab ihn erledigt. Haha! Nice. So, Vampir.kc. Ja. Vampir.kc. AC? Oh nein, Casey ist zum Leben. Vampir geworden. Ich fahr um unseres. Deswegen sehen wir Casey nicht mehr. Oh yo! Der hat mich mit der. Der hat mich mit der Alien-Pistole versucht wegzurammen und ich hab ihn trotzdem überfahren. Okay, er ist am anderen Ende vom Golfplatz respawned. Ich glaube, der geht uns erstmal nicht mehr auf die Eier. Auf die Nerven. Ja, noch. Sorry. Naja, sobald wir sowieso. Fürs Protokoll, ich hab Nerven gesagt. Polizei! Verdammt. So, schnell fährst du mit dem Krankenwagen nicht hier hoch, ja? Ja, doch, da sicher. War doch nicht. Da muss ich ihn halt buschen. Aber runter kann ich schnell fahren. Ja, runter kommen sie alle. Kommen sie alle. Siehste? Oh, Rob, du Sack. Das war doch ein richtig geiler Drift, ey. Über den Krankenwagen, der ist nicht zum Driften. Doch, natürlich. Ja, ja, doch. Drift ist ja in die Notaufnahme. Wenn man es richtig macht. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Agentur ich mir holen soll. Das sind ja diese komischen Symbole hier. Ich schwanke. Das günstigste geguckt. Die sind alle in der Nähe voneinander. Ja, der eine ist ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Ich überlege halt, das Eckbüro zu nehmen. Weil das Eckbüro hat nicht diesen langen Weg zum Eingang. Alter, Timmy Drift 15, ey. Sondern relativ kurz. Und ist halt auf der gleichen Straße wie mein Büro. Das heißt, ich muss nur runter und Nachtclub. Aber es sind 2,14 Millionen. Hast du jetzt holen für den nächsten Drift? Die günstigste ist knapp 2. 2,1, ne? Nee, 2, irgendwas. 2,01 oder so. Das ist, glaube ich, die günstige. Wie gesagt, für mich macht das für alles überhaupt keinen Unterschied, weil die alle in der Nähe sind. Oh, nein! Ein Stupser zu viel. Ah, ein bisschen. Also, ich höre die Polizei schon. Ey, ich bin halt mit meinem Krankenwagen. Der hat Sirene an. Ach so, ja gut. Nicht überfahren! Ja, der Vampir hat jemand anderen gefunden. Den auf den Sack gehen kann, das ist gut. Oh, wieder Krankenwagenausrüstung gestohlen, na dann. Bei mir steht er jetzt abgeliefert. Ja, und danach steht wahrscheinlich, genau, Ausrüstung eingesammelt. Du hast die Ausrüstung von Stalking Industries geklaut. Warum machen wir auch sowas Gemeines? Also ich muss sagen, der Ignis ist echt nicht schlecht ungetuned. Ungetuned? Hast du noch... Noch nicht getuned? Nee. Ich hab noch keine Zeit.
Na dann kannst du es ja nach dem Mission. Den habe ich mir ja gekauft, als ich Scully getötet habe. Weswegen du mich getötet hast. Dafür, nur dafür, um sich dieses eine Auto zu kaufen. Und da sagen wir, was ihr wollt, wir haben es on stream. Ja, komm, hau rein. Ich renn schon. Wer ist denn da unten an der Straße? Rob? Auch viele Monitore. Hey, ich will nur den Wagen angucken. So, toter Kurier, Vorbereitung. Bitte lass uns das jetzt. Nicht schlecht, ja. Da hinten voll die dicken Schlappen. Nicht dicken Schlappen. An was? Nicht Schlampen, Schlappen habe ich gesagt. Ich habe auch Schlappen. 2,4. Hast du gerade 3, gesagt? 2,4. 2, ja, okay, das macht es nicht viel besser. So, jetzt nehme ich einen anderen Wagen. Das sollst du nicht wagen. Doch. 270 hat der Neo noch an Leben. Das ist nicht mehr viel, tatsächlich. Wer hat noch nicht, er will nochmal Bossposten zu vergeben. Ein paar Bits, ein Euro oder ein Sub oder Giftsub. Und bei Giftsub, Achtung, dann schenkt dir jemand anderen einen Boss. Nee. Was? Den gönne ich mir. Den Boss gönnst du dir? Nee, tust du nicht. Doch. Schon, dann hat er 5250 Leben. Ich glaube, Rob war auch mal Boss, als ich ihn versehentlich zurückgesetzt habe. Weil ich den Zymer zurücksetzen wollte und das irgendwie nicht ganz oben stand, sondern Boss zurücksetzen. Jetzt sind da noch übrig. 270 Leben hat er noch. Ein Bit macht 10 Schaden, ein Euro 100 mit 60% Schaden. Nee, warte mal, wie viel? Hab ich nicht mal reingeguckt. Ich drücke jetzt einfach mal ein paar Mal. Hat 60 Schaden rausgehauen, auf jeden Fall. Am Handy kann man die Links nicht abrufen. Nein, lässt 64 Bits regnen. So. Dankeschön für die 64 Bits und herzlichen Glückwunsch zum Bossposten. So, also, wenn du Boss sein willst, bitteschön, fühl dich frei. Ja, ah, genau. Ja, nicht nachdem ich hab so geärgert heute. Ungewollt. Es triggert mich, dass das die ganze Zeit im Chat sich die Animation bewegen. Ja. Ach, manchmal hatten wir ja auch schon so einen Bosskrieg hier, da haben sich die Leute permanent vom Boss gehauen, vom Thron geschlagen. Ja, wenn du mir einen Huni in die Hand drückst, mache ich das auch gerne. Gut, von dem Huni kriege ich wahrscheinlich 80 wieder. Nein. Ja, doch, die zacken sich was ab. Ja, okay. Die, ja. Aber bei mir im Stream hast du noch da. Stream reinbuttern. Ja, ich butter immer. Alles, was an Geld reinkommt, ist ja reingebuttert. Ich hab die Straße überqueren können, oh mein Gott! Ja, aber nur weil der Rob komische Kreise gedreht hat. In die Tankstelle rein, jawoll! Du hast denn die Vesta 8, Sefi? Wer fand das denn? Nein. Nee, du bist beim Rob mit drin, ja. Schon lang. Ich dachte gerade, Sefi. Ja, wir müssen Auspuff finden. Ja. Trotzdem habe ich in die Vesta 8, glaube ich. Ja. Ja, doch, habe ich. In der Spielhalle. Rectally. Ja. Aber ist doch trotzdem ekelhaft, wenn du dann. Nee, wir wollen gar nicht dran denken. Was machst du da? Hat man mehr vom Weg. Irgendwann, wenn Schlangenlinie, wer mehr trinkt hat und Torkel hat mehr vom Weg, ne? Ja. Ey, Mann. Where did you find? Das hoffen wir, werden wir hoffentlich auch nochmal hören. Aber erst im dritten Kapitel, glaube ich, ne? Aber dieses Jahr wird das nichts mehr. Werden wir das jetzt schaffen, ne? Übrigens, Rob, dein altes Profilbild ist noch drin, tatsächlich beim Boss-System. Ich weiß aber nicht, warum manchmal das Bild genommen wird, manchmal nicht, und warum manchmal ein altes Bild. Ja, gute Frage. Naja. Das weiß niemand.
Doch, doch, Twitch. Ich meine, Twitch weiß es. Oh. Alter, der Wagen ist so leicht, der hopft so hart. Naja, das hatte ich ja, dass er halt wie ein Krieger ist, aber halt. Ah, nee, Quatsch, das ist ja, gar nicht der Ignus. Ja, die Weste 8. So, leise rein, leise raus, sagst du. Piu, piu. Was? Volles Rohr? Okay. Gatling an, von Anfang an. Hör mal, der Sefi hat hier, ne? Wir kommen aus dem Tresor raus, alles ruhig, piu, piu gemacht. Ich dachte, ich warne die Leute mal vor, dass wir jetzt wieder rauskommen, ja. Habe ich noch nie. Akt der Selbstlosigkeit. Ja, ja. Aber noch nie erlebt, dass jemand im Tresorraum unten in der. Du hast ja doch auch mit Autos heute, oder? Ja, ey, ich kann nichts dafür, wenn die mich alle anfahren. Kann jetzt gar nicht schon wieder nicht über die Straße gehen. Ja. Oh, die laufen. Wir sollten einfach nie wieder eine Straße betreten. Egal, ob mit dem Auto oder zu Fuß. Der Doktor war nicht da, Sven. Doch, der ist gelaufen. Der ist gelaufen. Der ist echt gelaufen. Was? Er hat sich bewegt? Ja. Meinst du, wir schaffen das auch? Still und heimlich? Ja. Okay, dann. Weil man sagt, Dick Deep und wir touchen nur die Brust ab. Genau. Immer straight down. Was? Worum ging's? Extreme caution. Ich habe schon wieder alle Waffen dabei, die ich besitze. Ja, das ist, glaube ich, Standard bei den Missionen mittlerweile, dass du das gesamte Waffenrad kriegst. Ich habe es nämlich auch schon häufiger festgestellt. Ich gehe hier rechts runter, nimmst du die vorne bei. Fotograf geht rein tatsächlich, der ist drin. Und außerhalb des Schussfeldes. Oder? Ja, sollte. Boah, knapp. Du hast den rechten, dann nimm du den linken bitte. Jo. Ja, ich kann. Der macht Fotos, aber ich krieg den nie. Boah, es wird aber knapp. 1, 2, 3. Cool, dass man da nicht gezogen hat. Alter, dein Ernst? Nein, Rob! War full life, Alter. What? Ja, war full life. Ja, das ist echt, wann hab ich das denn letztens? Irgendwann auch. Die zwischendurch haben die einfach mal so einen richtigen Volltreffer. Ja. Und hauen dich einfach down. Hart. Komische NPCs. Hasse die NPCs. Ja. Vielleicht dann doch im Kanjali vorfahren. Und dann zerstören wir aus Versehen den Heli. Ja. Du kannst ja einfach die NPCs überfahren, damit ist ja kein Explosionsschaden. Mhm. Aber wir kommen heute noch weiter als die allererste Mission, hoffentlich. Safe. Bis jetzt sind wir dreimal gestorben, zweimal ich durch Rob und einmal Rob selbst. Also irgendwie ja. Rob. Hab's halt drauf. Total. Wie hat das ein anderes schon mal gesagt? Genau. Nichts drauf außer Zahnbelag, ne? Ja, T-Mox, grüß dich. Das war jetzt auch nicht beleidigend gemeint. Das war jetzt nur ein Zitat von einem anderen Streamer. Dich. Das hast du gesagt. 1-0 Scully. Nein. Gott, das tut gut. Danke, Rob. Bitteschön. So, während des Ladebildschirms bin ich mal kurz, ihr wisst schon. Ein Abseil. Ganz. Ja, Rasch, da ist wieder da. Ich höre das!
Impulsen in der Hand. Hallo, Javi. Tim, du hier? Ja, Robau. Sag mal, ist schwer zu atmen in der Luft, ja? Ja. Brauchst ein bisschen Luke, ich bin dein Sauerstoff. Vater. Aber ich heiße gar nicht Luke. Jetzt schon. Aua, das hat wehgetan. Robbers. Ah, ich verbrenne. Ups. Ja, ich muss in die nächste Ecke fahren. So, hier sind wir quitt. Niemals. Ich hab gesehen, dass du mich gekillt hast. Wir sind übrigens keine Organisation mehr. Doch, sind wir wohl. Ja, wir sind nur so ein richtig helles Blau. Soll ich, darf ich dann zum Basis fahren oder willst du mich nochmal töten vorher? Töten. Ich fahr nicht zur Basis. Servus, Charles, grüß dich. Mond. Du hast drei wunderbare Neustarts verpasst. Wir sind gleich beim vierten. Oder? Doch, vierten? Nee. Haben wir jetzt den dritten und den vierten? Doch, den vierten kommt jetzt, ne? Bitte, ja. Lass es. What do you need exactly? Sure. Done. Das ist alles so viel Geld. Naja. Hier stehen Autos rum. Hier steht ein grüner Krieger. Grüner Krieger? Wie sieht er aus? Könnte das meiner sein? Meiner ist es nicht. Ich fahre nämlich mit meinem. Kein Krieger. Und ist übrigens ein anderer Spieler. Nicht, dass er euch gleich auf die Nerven geht. Das hat keiner gesehen. Auch kein Tim. Das ist auch nicht. Das ist jetzt nicht wahr! Straßen sind gefährlich, Scully. Hast du den Stream etwa auf und siehst das gerade? Ja, sicher. Oh Mann. Ich will nicht. Scully, wie wär's, wenn du deinen Sparrow holst? Ja. Ich glaube, der Krieger geht auch. Spieler, der will uns, glaube ich, stressen. Also, wenn der Chat jetzt ganz viel schreibt und sagt, ich soll G drücken, dann mache ich das. Schießt ja gerade einen von uns ab, der Typ? Ja, mich. Weiß doch nicht warum, aber egal. Ups. Seine Tür abfahren oder was? Ja, ich hab nur vergessen, dass wir im Krieger nach oben aufgehen. Aha. Ich hab über die Polizeikamera geguckt. Das war ich nicht. Ja, natürlich selber. Wieso hast du 5 Sterne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollen wir die Welt retten. Aber die Jungs wollen mich umbringen. Und Rob hat mich umgebracht, nur um sich ein neues Auto kaufen zu können. Ah, jetzt hat er dich auch erledigt. Cool. Dabei habe ich noch nicht mal 2 gemacht. Boah, es klang so aber tief, wenn man. Kekse am Essen. Kekse? Selbstgemachte Kekse? Kekse. Nee. Hab von meiner Chefin Kekse bekommen. Oder Kinderhits, ja, zu Weihnachten von unserer Chefin. Ich hab dieses Jahr von meinem Arbeitgeber tatsächlich so eine spanische Box bekommen. Er greift mich tatsächlich an. Ja. Da sind ganz viele Knabbereien drin. Auch Salami, Schinken, also. Rot kann schimmeln, was kann der Typ? Sich selbst in die Luft jagen. Ja, schade, dass du kein Pferd gekriegt hast. Ja, da wäre ein bisschen mehr dran gewesen. Oh jo, der war knapp. Vorsicht, die Straße da rein, ich hab ein paar Granaten geworfen. Fragst mich, warum ich 5 Sterne habe, aber lässt mich nicht die Bullen loswerden. 6 kriegen wir auch noch. Wobei, ich habe gesehen in dem Video tatsächlich, man kann in GTA im Story-Mode mit dem Handy-Anruf wirklich 6 Sterne kriegen. Ja. Und dann kommt tatsächlich auch Panzer und Kampfhubschrauber. What? Ja. Wie das? Es gibt gewisse, ich sag mal, Cheats, die du anrufen kannst im GTA-Story-Modus. Und dann passen Dinge. Auf einmal taucht ein Girlfriend auf, also eine Freundin.
Du kannst 6 Sterne haben und keine Ahnung, was noch alles da eingebaut ist. Aha. Ist ganz gut gemacht, tatsächlich. Hey, was hat denn jetzt? Bin abgehoben. Nichts. Bin neben dem Auto gelaufen, auf einmal fliege ich nach vorne. Ja, das hatte ich auch vorhin in dem Spiel. Da bin ich auch irgendwie gefühlt 600 Meter geflogen. Oh, die Polizei schießt auch nicht. Toll, weil ich gerade aufgestanden bin. Rob, soll ich zaubern? Alles gut. Was kann er mir hier? Hat er sich auch getötet? Oh, ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt machst. Das wäre jetzt A, sehr unangenehm gewesen und B, zeitaufwendig. Oh. Schick. Aber das kriegst du nicht gut hin. Ja. 4,5 von 10. Ja, wenn du jetzt noch einen Marker setzt, dann fahre ich dich auch zu deiner Base. Siehst du die auf der Karte nicht links, die weiße? Alter, wie hat er mich denn jetzt erwischt? Da ist ziemlich viel weiß. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber nicht, dass er cheatet, aber. Oder vielleicht doch! Also, entweder hat er einen richtig kranken Skill. Nein, ich glaube, er cheatet. Das ist natürlich gut, dass wir jetzt einen Cheater als Feind haben. Wie kommst du darauf? Dude, guck es dir bitte an. Er sieht mich und tötet mich. Ja, klar, hab ich dich getötet. Von wegen bist du aus dem Auto raus. Wie lange, um anzuvisieren. Hey, Father and Lover. Mit einem Jet hat ihn getötet. Also, das ist schon kein Skill mehr. Na dann. Oh, ist schon wieder gestorben. Ja, manche können es halt nicht. Aber die Basis liegt wieder 6 Kilometer unter der Erde, man kennt's. Nur? Es geht ja noch. 60! Achso. Das geht ja noch. Hey Tim, ich glaube, der ist bei dir. Nee, du bist noch weiter weg. Oh, nur mein Auto gerade. Schon wieder. Lol, der Typ mit dem Jet hat's ja riesig auf den abgesehen. Vielleicht hat er den vorher abgefuckt oder so. Stimmt. Na, oh, Organisation. Man liebt es. Da wird er einmal abgefuckt und nichts Besseres zu tun. Pass auf, der mit dem Jet zieht ihn trotzdem. So, unser viertes Rodeo. Und natürlich tunt er jetzt die Karre, weißt du? Nicht erst das dritte Mal, dass jetzt abgebrochen hat. Ja, jetzt kommt der vierte Versuch. Weil alle guten Dinge sind drei und einmal ist keinmal, also ist das der dritte Versuch. Oh, da vorne ist er. Lol, er hat die Geisterorganisation abgebrochen, um sich als MC-Präsident zu registrieren. Das ist intelligent. Retten wir die Welt mit der Macht der Freundschaft und Liebe. Das würde ich sehen. Wir spielen GTA jetzt pazifistisch. Man liebt es, man liebt es. Wir spielen jetzt alle Missionen hier friedlich, pazifistisch und retten das mit Freundschaft und Liebe. Wir töten kein NPC mehr, oder? Jetzt hat er sich als CEO registriert, der Typ. Der Typ ist du. Hallo, Octo Lukas. Hallo. Zurück. Kannst du sagen, was du willst, der Typ ist du. Ja, also nicht Octo, ne, sondern hier der Küfer. Dort auch, Octo. Genau den meintest du. Eigentlich nicht, ne. Jetzt schon. Okay, wenn ihr unbedingt wollt. Octo, die wollen, dass ich dich meine. Hat er so gesagt. Tut mir leid, Octo. Hat er so gesagt. Quatsch. Jetzt bekämpfen die sich damit. Pressor und Jet. Nice. Das Palito Bay, das ist ja ewig weit weg. Ja. Oh, nur 11 Kilometer. Ja, dann bin ich wahrscheinlich als Erster.
Stimmt. Ich glaube, das ist auch schon der Unterschied. Muss ich auch mal anstrengen, Sefi. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe das schnellste Auto gewählt, das ich habe. Ein Smart. Genau. Nein, meinen alten VW Golf. Also die Manches. Mit 68. Was? Also die Manches hast du dir geholt. Warum können wir nicht den Krankenwagen nehmen, der hier direkt neben mir ist? Ja. Nein. Ich habe auch einen. So einfach. Ich habe einen Krankenwagen gefunden. Nimm mit. Fahr den mal dahin. Warum dürfen wir nicht den nehmen? Na, da hast du was missverstanden, Octolokas. Aber von mir aus auch das. Du tust jetzt in Ignus. Rob? Ja. Den Tim kriege ich noch. Keine Schnitte hat er gegen mich. Bring mal eine Schnitte mit. Sorry, ich hab keine. Mit dem Kuruma. Ja, aber sicher. Mit meiner stylischen Hübel. Aber ihr hört meinen Ingame-Sound ja leider eh nicht. Bin da. Ja, dann hol mal. Ich warte an der Basis auf er. Ja, an der Basis auf dich. So, dann fragen wir die Sparrow auch direkt wieder weg. Aber warum denn? Naja, es reicht, wenn ich ein Fahrzeugfahrer. Krankenwagen reicht schon. Wie kann der Typ zweimal so kurz hintereinander vom Radar verschwinden? Einmal via Organisation und einmal via Lester. Ja, warum sollte er so schnell hintereinander vom Radar verschwinden? Das eine Mal ist doch noch gar nicht. Und schon wieder. Dreimal. Jetzt bist du dran. Peter. Sag ich ja. Der hat uns nicht einfach so platt gemacht. Ups. Was für ein PvP? Einem feindlichen Spieler, ne? Bitte? Du näherst dich einem feindlichen Spieler und es ist keiner von uns in der Nähe, um dir zu helfen, falls der was vorhat. Wer schaut jetzt in der Base? Haben wir wieder sensationell. In welchem Spiel trägt man einen PvP-Kampf aus im Weltall? Was? In welchem Weltall übt man einen PvP-Kampf aus? Battlefront 2? Oder meint er Halo Infinity? Soll ich dir entgegenkommen, Scully? Dass wer sehr entgegenkommt. Oh, ich hab den Ausdruck verpasst. Ich bin auch auf dem Weg. Oh, da vorne ist ein Spieler. Oh, jo, das ist mir vorbeigefahren. Rob, warte, hätte einer von euch Interesse an Halo Infinity nur mal so nebenbei gefragt? Nee. Nee. Nö. Ist es nicht gerade kostenlos? Doch, eben deswegen. Oh, jo, oh, jo. Der Multiplayer davon ist kostenlos. Die Kampagne jetzt nicht unbedingt? Okay, dann warten wir. Was ist denn du? Von der Erklärung. In der Wildnis. Ich genieße die Berge.
Kristall, Alter. What the f... Z-O-Z-O-X-I-X ist ein Cheater, der schreibt im Chat Ausrufezeichen Kick und die Spieler fliegen. So ja, hat der Scully gerade rausgeschmissen. Du bist weg aus unserer Lobby. Ja. In der Spielerliste ist er aber noch drin. Jetzt nicht mehr. Cool. Liebe es. Z-O melden. Aber er hat nur geschrieben Kick Sir. Cheats. Ja, ja weil du... Oh, jo. Fuck. Oh, ich kann nicht schreiben. Ich weiß, ich kann nicht schreiben. Nice. Wie viele... Danke. Eingaben soll ich noch machen? Hat er noch mehr geschrieben? Ja, gehen wir auf eine andere Lobby. Ja. Gerade im Story-Mode. Achso. Lecker, Trevor, lecker. Mal kotzen oder was? Sagt einer Bescheid, wenn er auf einer Lobby ist? Ja, sag einfach, wenn Scully jetzt eh in eine Lobby reinlädt, ne? Nee, man kann ja einfach so machen, ne? Oh, nice. Schicke Karre. Ja. Wow. Sind auch die Almen geflogen, die er geschrieben hat? Ja. Er hat geschrieben, Ausrufezeichen Kick X-X. Da ist ein Spieler geflogen, der so hieß. Ausrufezeichen Kick Toxic. Da gibt es einen Spieler. Ausrufezeichen Kick Sir. Und davor war noch einer. Ausrufezeichen Kick Gris oder Grizzly. Und da ist auch einer geflogen. Ich habe leider nicht genug Screenshots gemacht. Oder nicht die richtigen. Wahrscheinlich ist das nicht gewollt. Auch wenn er den. Ja! Alter, da schlägt er mich mit Waffen. Den einen Typen damals, der im Chat gespammt hat, den hast du aber mit. Hey! Mit deiner Waffe auf mich, ja. Den hast du aber bei Rockstar. Ja. Jo, dann nimmt er das Messer in die Hand. Solange es nicht die One-Hit-Axt ist, Stein bei. Oh, fuck. Aua! Mit einem HP! Junge, 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 mit der Waffe. Wäre, wenn wir den Juggernaut einfach mit dem Steinbeil kaputt hauen. Als ob das so wenig Schaden macht. Okay. 26 Alter, Leute. Yo. Das war ich nicht, dass die Autos explodiert sind. Nö, hey, das war meine Granate. Die Renate war das. 26 Leute bei mir. 24 plus Cheater. Oder inklusive. Geil, dann bleiben wir hier. Alter. Das ist das neue Update. Das können wir auch mal irgendwann machen. Ich warte doch on stream. Weil das ist ja ein Bug von Rockstar, dass das jetzt mit allen funktioniert. Du probierst es aus, schreibst Kick. Mach doch und mal. Dann. Nee, lieber nicht. Oder komm. Angst, Potter. Räum weiter. Ich bin in der Warteschlange. Ist ja schön. Geil. Dann ist hier, glaube ich, doch wohl. Das haben wir gleich. Nö, funktioniert nicht. Ich gehe da mal kurz eine rauchen. Mach das. Bis gleich. Meine Figur setzt sich hin. Oh, meine Lobby ist leer.
Nicht Zufall. Ja, ne? Plötzlich sind alle Spieler aus dem Spiel raus. Das tut mir aber leid. Komm, ich helfe dir. Ich betrete mal dein Spiel nicht mehr. Oh, das ist aber lieb von dir. So bin ich halt. Mann. Ich bin gut zu Vögeln, zu Tieren, Menschen. Besonders zu Vögeln. Hm. Oh, well. Haben doch alle Vögel, oder? Ach ja, da muss ich gucken, dass ich demnächst meine Krankenversicherung für Gizmo abschließe. Gott, ich vermisse den Kleinen. Der ist noch niemals ein paar Tage weg und es fehlt mir schon tierisch. Ah, Gott. Oh mein Gott, ich bin doch direkt hier gespawnt. Wie gut. Da vorne macht einer schon wieder Stunk. Mit einer Gatling Gun. Ich glaub's ja nicht. Dann töte ihn und schmeiß ihn vom Server. Warte. Autoverzeichen Kick. Schade, funktioniert nicht. So ein Mist. Oh, hätte das gedacht. Nein, 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 lass das. Hör auf damit. Hör auf, mit dem riesen Ding auf mich zu zielen. Aua! Wollten dir nicht in den Rücken schießen? Nein, nur nicht. Wow, ganz großes Kino. Ich hab einen Fehler gemacht. Ich hab versucht, mich selbst zu töten. Du standst leider zu nah daneben. Also, das ist echt persönliches Pech. Würde ich jetzt auch sagen. Ey, immerhin hat's dein Auto überlebt, ja, also kein Vorwurf. Ein Wunder. Oh, guck mal, ein Skullkill. Hallo. Ob das noch Ja, ich will kurz warten. Ja. Schade. Ich will kurz warten, bitte. Ja, Dito. Als ob ich zu weit weg von der Straße. Du willst mich doch verärschen. Gut, dann nicht. Dann gehen wir runter zur Straße. Da steht ein Auto. Ein grüner Krieger. Sieht voll komisch aus. Oh, leckt. Nein, ich lecke nicht. Lecke nicht. Und lenken tue ich auch nicht. Ich habe die Mission alleine gestartet und jetzt haben wir wieder abgebrochen. Rob ist im Apartment, wie es aussieht. Er ist im Rauchen. Ja. Warum genau hast du die Mission alleine gestartet? Weil ich davon ausnehme, dass wir noch in einer Organisation sind nach dem Lobbywechsel, was aber nicht war, weil ich herausgekickt wurde. Sie. Geht das überhaupt, wenn jeder einzeln die Lobby wechselt? Das geht doch eigentlich nur, wenn du so nach einer Mission oder so gemeinsam. Na toll, jetzt ist die Mission trotzdem getriggert. Mein Auto. Dein Auto extra verschont bei der Explosion und du kommst mir so, ja? Fahrt mal bitte nach Pillbox Hill und zerstört das, den Fahrzeug, das, der Ding ist das Fahrzeug. Wo ist Pillbox Hill? Sind wir jetzt auf einer Lobby? Nein, ne? Doch, du glaube ich nicht. Gestört, du bist noch nicht wieder zurückgekommen. Bei dir drauf, Zephi. Wo ist Pillbox Hill? Oh, ja, das leckt bei mir aber massiv, ne? Skali. Ja, Moment. Im Stadtzentrum, neben dem Kino. Ah. Ach, die, da, okay, ja. Mm-mm. So, nee, ich habe ja noch auf Twitch mein altes Logo. Boah, das ist am Laggen, das Spiel, ne? Das liegt aber an dir. Ich starte mal komplett neu. Mach das, dann brauche ich ja nicht dahin fahren. Ja. Okay. Okay. Ich höre es trotzdem. Okay, okay. Rob hat mich schon wieder getötet. Nein, das war Tim. Nein, das war Tim. Ich wollte gerade sagen, Herr Rob. Ich bin's, Tim. Bam! Boah, wie überzeugend, ey. Wer war das denn jetzt? War das der Tim? Bam, ich hab keinen Unterschied erkannt. Nein, nur nicht. Na, als wären sie ein und dieselbe Person. Also wirklich. Sehr. Hallo. Was ist mit dem Typen? Hallo. Aufstehen.
Ja, dann Okto, wenn es weiter nichts ist. Was ist denn das denn, das Neue? Was ist das? Werkzeugschlüssel, was soll das? Das? Hm? Die Autowerkstatt. Was ist jetzt hier noch? Brauchst du wieder ein Auto? Ja. Noch Autos gekauft. Ja. Wow, du packst was auf das Konto. Ja, ich will einen Überblick haben, wie viel Geld ich habe. So viel. 11 Millionen. Ausreichend. Sagen wir es mal so, ausreichend. 11 Millionen nur noch, das da. Ist... Ja, aber du hast... Wann ich es gekauft habe, weißt du, was ich meine? Naja, Anton hatte das innerhalb von wie vielen Tagen weg? 10? Wahrscheinlich. Habt ihr irgendwas mal von dem was gehört? Na, schon ewig nicht mehr. Wenn er wie vom Erdboden verschwindet, ich hoffe, ihm geht's gut. Ja, also im Discord ist er noch online und zockt. Hier, er hatte im Kauf einer Megalodon Cashcard einen Bonus von 4 Millionen GTA-Dollar. Waren es nicht 425.000? 4 Millionen. Hey, Luis, grüß dich, danke für den Tag. Ich hier, was ich meine, da steht 425.000. Nein. Steht doch besonderes Angebot nur für mich, warum auch immer. Ui. Warum passt das Layout des Clubhauses drin? Warte mal, bis du wieder da bist, dann gehst du lang ins Casino. Hunkly join endlich in online. Wieder eine Partnerschaft mit Franklin und investiere in hochmoderne, mehrgeschossige Agentur von Dynasty 8 Executive, um the contract zu beginnen. Eine nach außen seriöse Firma. Okay. Ja, aber gut, manche Spiele müssen man nicht verstehen, ne? Sehr viel. Ja. Und der Tim zieht sich um. Hoffentlich ist er nicht nackt. Nee, der zieht gerade einen Taucheranzug an. Oder einen Kampfanzug. Ich weiß. Das kann ich nicht. Seid ihr beide bei Ammunition? In meiner Basis. Basis? Basis. Ach, du hast das Auto im Casino gewonnen, jetzt? Ja, das hat er. Recycelt das Auto. Recycelt das Auto? Dann mach mal. 2 von 3, 3 von 3, perfekt. Satisfying. Ja, macht ihr mal, wie gesagt. Wow, der Junge kann ja. Und Rob sehen. Gewinnt ein, ich sehe es nicht. Jetons. Jetons, ja. Wie viel? 15.000. Dann ist einer schon mal. Ist er gut, dass ihr in der Stadt seid? Ja, genau, wir sind in der Stadt. Also. Ich bin in der Barte. Einer von uns. Nein, ich sagte doch, warte! Snacks wolltest du kaufen, ne? Ja, aber du musst ja. Aber du brauchst. Für die brauchst du doch keine Snacks jetzt. Egal, ich will trotzdem meine Snacks auf. Ja, dann hol dir. Aber lass die Angestellte in Ruhe. Kauf beim Kerl, der hat genug von euch. Sie hat genug von euch. Gar nicht wahr. Wir schreiben uns immer noch. Hat nur genug von mir. Naja. Ja, das ist so. Ich bin immer. Oh, guck. Brauch ich gar nicht. Ich bin immer nett und zuvor. Immer artig, ne? Abartig. Unartig. Bösartig. Nein. Los, starte schon. Ja, kann gehen. Wo willst du eigentlich hin? Ich? Nach oben? Ja. Warum? Musst du nicht die Mission starten? Hab ich doch eigentlich schon, du, oder? Nein, hast du nicht. Oh, ja. Du hast nur die Cutscene übersprungen. GG.
Ja. Da war was. Okay. Gut gemacht, gut gescheitert. Geil gesehen. GG steht für so viel, ne? Nicht nur für Good Game. Ja, genau. Für Good Play. Gut geplayed, ja, ja. GG! Tim, hast du irgendeinen komischen Fetisch, von dem wir wissen? Warum? Weil du so komplett schwarz eingekleidet bist und man nicht sieht, ob es Ganzkörperleder ist oder. Du willst es. Den Ganzen sehen? Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Also, ich bin zumindest nicht nackt, also sei schon mal froh. Ja, gut, dafür sieht es jetzt kriminell aus. Also auch nicht besser. Das war der Plan. Oh mein Gott. Das ist so gegen mich. Ich nicht besser aus, so scheiße. Adäquat gekleidet. Was? Ey! Ein Alien! Cool. Die Mission startet noch! Nein. Das ist nicht verhältnismäßig. Nein! Das war nicht während der Mission, das war davor. Sefi! Das war davor. Tim, pack das Ding weg! Du kannst dich später rächen. Guck dir mein Auto an, also ich finde das voll geil. Total, weißt du? Ich tritt da nur einmal gegen. Ich weiß nicht, was das wieder kostet, wenn ich das Auto jetzt zum Paint Spray bringe, um das reparieren zu lassen. Ja, dann hättest du wenigstens die $500, die auf dem Boden lagen, mitnehmen sollen. Weißt du, dann lässt du die liegen, ey. Das erstatte ich dir. Ich wollte nur dein Leben. Zwingle holen oder soll man von neuem fahren? Wir holen das. Ich hoffe, dass das einfach davor gewesen ist, dass das zählt. War es. Ich habe das genau getimt. Ich wusste, dass du startest. Ja, Octolukas lacht sich auch schon kaputt. Jo, Tim, tschüss mit dem Wagen. Hau ab. Unterbodenwäsche, sagst du? Naja. Ja, dann mach Flugzeugbaden, ne? Ach ja. Willst du nicht nochmal eine Titan fliegen, Tim? Ja, doch. Wann fliegst du eigentlich mal das ganz Große, dann die Alkonost? Wenn die mir einer zur Verfügung stellt, dann würde ich die fliegen. Kauf sie dir doch bei Warsaw Creation Carry. Also viel Geld habe ich vielleicht gerade nicht. Okay, wir brauchen nicht mehr hin. Dann fahr zum Casino. Dann drehen wir beide mal im Casino, oder? Naja, fahr zurück. Warum kriege ich denn jetzt Polizei? Sag, wenn ich werfen soll. Oder? Toast. Ja. Falsche Richtung. Lass mich da lang. So, Tim, nur für dich. Only for the you. Du siehst es schon früh genug. Oh, guck mal, wir haben schon wieder Gäste. Schon wieder Gäste? Habt ihr denn auch die Reste für die Gäste? Ja, ich hab jede Menge Munitionreste. Hoffentlich sind die besten Reste. Natürlich, nur das beste Explosionsmunition. Nein, Spaß. Das wäre interessant. Das hab ich. Boah, hatte der Anton nicht mal versucht, mit seinem Cheat-Programm hier eine Minigun zu machen mit Explo geschossen? Wo sein Spiel gecrashed ist? War da nicht was? Rob? Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. Heckler und Koch geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Sie. Ja, Heckler und Koch habe ich in der Hand gehabt, das weißt du schon, ne? Das ist richtig. Geht durchs Ohr, bleibt im Kopf. Naja, das stimmt nicht ganz, wenn du mit dem G36 schießt, das geht in den Kopf und kommt hinten mit dem Loch viel größeren Loch wieder raus. Irgendjemand ruft mich gerade an. Ja, das war ein Riesensprung. Ja, ich muss mal kurz telefonieren. Oder auch nicht, ist wieder aufgelegt worden. Doch, es ist nur gemutet. Dann rauf zurück. Jo. Oh. Nee. Wo fährst du hin? Nee. Ich komme nicht. Warte auf mich. Just not sick.
Ding gebleibt. Ey, tötet euch nicht. Er ist gegen mich gelaufen. Jetzt darf ich. Hui! Ja, schade. Und da fliegt er. Und er fliegt. Fliegt, fliegt. Nee, 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 nicht Scully. Er hatte schon die Haftbombe in der Hand. Ja, natürlich hatte ich die in der Hand. Dafür hast du schon deine Tür verloren, ne? Ja, ja, ich merk schon. Richtig. Gut, das war meine Schwester, die wollte nur was wissen. Kennt einer von euch sich mit der Amazon-Wunschliste aus? Verschwinden die Dinge, wenn sie gekauft wurden, aus der Liste? Nein. Ja. Okay. Wenn man sie über die Liste kauft, ja. Okay. Aber nee, warte mal, hattest du mir nicht die Kopfhörer für mich über die Liste geholt, Tim? Ja. Bei mir war es noch drin. Hier ist doch irgendwas falsch. Hast du den falschen Kanister gewählt? Ja, drin in dem Kanister. Der gelbe Kanister ist der Gefahrstoffkanister. Ach, der fängt nicht an zu brennen. Der Giftstoffkanister kann nicht brennen. Ja, aber ich habe den richtigen genommen. Scheinbar nicht. Unter was ist denn der? Sprengstoff. Und so. Ja. Kann keine Fitze machen. Was malt ihr da für abstruse Dinge drauf? Auf der Base, da, auf dem Base-Dach geht's nicht. Oh, ist ja lame. ich will meinen Kanister zurück haben. Doch, musst du dir kaufen, kostet 100 GDA-Dollar. So. Dem Gegner abgenommen. Juhu, juhu. Boom, boom, boom. So, schwer. 60 Schuss Munition für alle kaufen. Rüstung kaufen. Einstellung speichern. Let's go. Super Command. Hast die falsche Einladung angenommen. Kam da gerade noch eine rein? Ja, bei mir war so einladend gewesen. Ja. Am besten noch eine Lamar-Mission, die sowieso keiner abkann. So, wer verkackt es diesmal? Meldet sich einer freiwillig. Ja. Ich höre die ersten Bieter. Ja, ich habe auch schon die ersten Mieter gehört. Achu? Achi, Gesundheit. Warum sind schon die Töter? Hallo, Entschuldigung. Dankeschön. Guruma, gepanzert 2. Womit fahren wir denn? Womit fahren wir denn? In ein Auto, würde ich sagen. Jo, nehmen wir den. Wir sind doch an die Töter, wir müssen doch eh nicht mit Auto fahren. Weiß, ich kann ja trotzdem ein Auto bestellen. Damit es an der Base rumsteht. GG. Mhm. Also, schön. Rob, was haben wir vorhin gelernt? NPCs machen. Handbremse. Handbremse nicht vergessen. Machen Schaden. Das heißt, wir gehen da gleich rein. Und bomben einfach alles weg. Wie ist auf den Heli. Ja! Aber wenn der Heli zerstört wird, wenn der Heli zerstört wird, können wir trotzdem wieder anfangen, weil da brauchen wir nicht neu starten für. Wir hatten nur, wenn Ausrüstung zerstört wird, halb so wild. Wir dürfen nur nicht sterben. Muss ich wieder raten, welches deiner ist. Ist der blaue oder ist der schwarze? Sieht aus, als wäre es der schwarze. Ja, das ist richtig, Octolukas. Rolle mit der Bambusleistung, Bambusleitung solltest du das nicht tun. Mein Lieblingsautofahren, ja. Ist das denn normal? Oh, GTT, uiuiui. Damit du mal vorne mit. Wieder das Kali von der Straße boosten kannst. Hey, wir sind schon im Auto, alles gut. Auch das hätte er geschafft. Ich kann sogar vorne mit. Ja, zum Glück ist hier nicht mehr die Tanke, ne? Der Dominator ist aber auch ein geiles Auto. Hab mal Luft gemacht. Kommt auf die Größe des Memory Sticks an, ne? Gesundheit. Danke. Beim Auto fand ich das so schlimm, ne? Wenn er niesen muss. Blöd.
Achso, aber hier übrigens mein der Bescheid, Rob, der Bescheid kam, wie rat mal, wie schnell ich gefahren bin. Oh! Du sollst ja raten. Was findest du, wie schnell durfst du fahren? 120? Ne, 100. Ich 100, bin schon 175 gefahren, nein, Spaß. So viel schon die Karre noch niemals. 113. 132,5. 113,7. Nein, 7 km/h war ich zu schnell. Oh, oh nein. Nach Toleranz. Auf dem Hin- oder Rückweg geblitzt worden? Hinweg. Auf dem Rückweg gibt's da keinen Blitzer an der Stelle. Okay. Und das hat man sogar im Stream gehört. Scheiß der Blitzer. Habt ihr telefoniert oder was? Nee, ich hab gestreamt während der Autofahrt. Ach, du hast während der Autofahrt gestreamt? Ja. Deswegen stand er auf dem Weg nach Stuttgart. Yo, jetzt weiß ich. Ja, okay, never mind. Merkst du. Aber es war nicht so beraubend vom Empfang her, also. Naja. Aber das hat man auch gehört. Scheiß Blitzer. Ja, ist halt das Handy-Mikrofon, das ist halt total grottig. Hast du halt extra hier gestreamt, für die denn gefahren bist. Mann, Mann, Mann. Ja, ich wollte es mal austesten, aber so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also so vom Empfang ging es eigentlich tatsächlich. Ja. Ich habe auch mal über dem Handy gestreamt, tatsächlich, The Room. Ja, ich habe das aber anders gemacht. Ich habe hab ja einen eigenen Server, da habe ich dahin gestreamt und der Server dann nach zu Hause auf den Rechner gestreamt. Und so weiter. Weil damit die Verbindung nicht abbricht während der Fahrt. Mhm. Hoffentlich kommt nicht wieder ein Auto und fährt die Jungs gar nicht. Ja, hoffentlich. Ja, klar, wenn diese hier. Ja. Gott, nächstes Mal wäre ich wieder gerne dabei, wenn es darum geht, nach, ne? Du weißt schon, wen besuchen. Wenn es gewünscht ist, wohl bemerkt. Ja, es war mir fehlt der Lufteinlass auf der Motorhaube. Bewegt sich unser Doktor wieder? Ja, der Doktor läuft! Wow. Er läuft bei dem. Genau. Waffe ziehen als Glas, Galli. Das hat der Sefi im Tresor gemacht. Einmal nie wieder. Sauber. GG. So, weiter geht's. Er hat auch gesagt, sein Hintern ist sauber. Mhm. Vor allem, ich finde es so interessant, ne? Die sollen die Popos suchen, touchen auf die Brust zweimal, nix da, alles klar. Ja, stimmt. Meinst du, die machen jetzt Finger im Po Mexiko oder was? Ja, ja, natürlich. Ist hierhin ein Spaß, ne? Gott, auf welchen ewigen. Bis zum Ellbogen und nicht weiter. Bis zum Ellbogen ist noch Spaß, danach geht's eher. Ne? Nein, vergiss was. Hast du die unten? Dann aha, das spricht einer aus Erfahrung, ja, ja. Nee, tatsächlich nicht. Oh, jo. Ich hab die Lampe ausgerannt, yo. Ist klar. Ich muss schon ganz oben, yo. Einen Moment. Okay, bin wieder voll dabei. Links. Ich überlege, ob ich einen Paparazzo krieg. Rechts. 1, 2, 3. Wow. Ist da nur einer drin? Ja, ne? Hauptsache aus der Entfernung mit einem normalen Sturmgewehr können die auf mich zielen, alles klar. Ja, da sind links sind zwei, Galli. Ich weiß, ich mach's mit denen da vorne. Boom, hab ich den da weggeholt. Alter. Rechts, links. Wobei ich nehme über hier die Tür. 1, 2, 3. Sauber, wir sind noch leise drin. Wir sind noch leise. Laptop steht. Richtig. Ich flieg dir mit. Aber ich glaube, der Alarm ist sowieso immer automatisch getriggert, also von daher. Prost. Das ist richtig. Habe ich einen Schlag gekauft? Oh. Schlagstock, cool. Ah, jetzt hast du den Raketen gedient. Ja. Jetzt ist der Alarm an. Cool, dann können wir ja reinstimmen, wa? Hm. Übrigens, wenn man im Story-Mode, ne, hier an der Stelle mit Michael im Leichensack ist und man sich nicht bewegt, dann schützen die dich wirklich auf und du bist tot. Okay. Ich hab mal geguckt, was passiert, wenn du nicht aufwachen drückst. Die haben wirklich Michael angefangen zu sezieren und dann stand da, du bist gestorben. Ach, dann fangen wir an, hier freizuräumen. Lebt. Tot. Tot.
Reicht es? Ich sehe gerade nichts, da kommt gleich. Oh, der war gut, der Schuss. Da kriege ich das, den Vogel gelandet. Sollte Platz genug sein. Falscher Knopf. Oh oh. Nein. Falscher Knopf. Ich war's. Aber hier stand auch, wurde zurückgesetzt links. Was hast du gemacht? Er hat F ich wollte gedrückt. Die Kamera ändern und hab auf Dreieck gedrückt. Tim! Nicht Brain AFK. Tim wollte versauen, nicht du? Aber du hast ja gefragt, wer will versauen, ne? Ja, ich wollte eigentlich auch ich. Immer sagen. Der frech. Ich geh mal gehen auf Toilette. Ja. Warum so ein Brain AFK, Mann? Wollen wir nicht lieber Contract spielen zum wieder reinkommen? Nein, wir machen Doomsday, ist jetzt fertig. Ja. Oh Mann. Der Wagen sieht aber auch geil aus. Welche? Achso, der, den du da gerade bei Sifi siehst. Den bei dir. Den bei mir, den blauen. Was ist denn das für einer, der? Weiß ich nicht, steht nichts dran. Nichts dran? Ist das der Uber macht? Oh, ja. Ich muss gleich mal gucken. Ah, okay. Ich komm gar nicht auf den Namen, aber. Da steht auch nichts drin. Das Bild sagt mir was. Boss, I saw something you might be interested in. Ist das vielleicht der Juggler? Nein, der Juggler sieht noch anders aus von vorne. Alter, wie kann man so behindern? Okay. Meine Assistentin hat angerufen. Also 7 Stunden, 7 Tage, wird schon nicht lange dauern. Ja, pausier doch einfach den einen Download. Ich bin jetzt wahrscheinlich tot. Junge, Junge, Junge. Und genau deswegen braucht man dieses Anvisierstopp, weißt du? Dann wäre das jetzt nicht passiert. Ich hasse manche Spieler, ne? Ich liebe den Ladescreen-Simulator. Ich liebe es, bei Mörs Mörtel anrufen zu müssen, um meine Autos zu reparieren. Oder anzufordern, wie auch immer. Hallo. Oh, hey, ich bin ja wieder drin. Sind wir alle auf der gleichen Lobby? Weiß ich nicht. Also, meine Lobby ist voll. Ich glaube, ich bin nicht bei euch auf der Lobby. Rammstein, Rammstein. Also, ich bin auf Scullys Lobby. Wie sieht es da aus? Meine ist voll. 25. Und bei dir, Rob? Aber ein Arschloch haben wir dabei. Entschuldigung. 29. Dann versuche ich mal zu Tim und Scully rüber zu gehen. Oh, mein Arschloch. Ich bin mit dem Auto gefahren, 10 Meter, zack, bumm. Oppressor. Ich glaube, ich brauche echt diese neue Fahrzeugwerkstatt und dieses Upgrade. Egal, ich habe einen Chopper gefunden, hier eine Buzzard gefunden, eine bewaffnete. Jetzt kann ich hier wenigstens. Lagerregal. Genau. So, nochmal, du wolltest also die Kamerasicht ändern mit R und hast stattdessen F gedrückt. Nein, ich habe auf Controller gespielt. Wollte so. Die Kamera ändern, damit ich von oben auf den Heli gucke, um den vernünftig runterzubringen. Und in dem Moment mein Gehirn so: Hey, weißt du, was richtig lustig wäre? Wenn wir nicht die Kamera ändern, sondern aus dem Heli springen. Also mit Dreieck gedrückt. Oh Mann. Alter, heute ist echt der Wurm. Ja. Ganz Eimer voller Würmer. Ey, Junge, das gibt's nicht. Lester, ich muss ihn nochmal anrufen, du musst es nochmal abbrechen. Okay, ich bin bei euch auf der Lobby. War jetzt so gut. Ach, ich fliege irgendwo rein, keine Angst. So, Überfall abbrechen. Ja, bitte. Okay. So, ich steig mal wieder einfach standardmäßig ab. Weißmauken! Ach komm schon, echt jetzt? Das liegt alles daran, weil ich nicht vernünftig ausgestattet war. Genau. Jetzt,
jetzt habe ich das richtige Outfit, jetzt kann es gehen. Jungs, die letzten anderthalb Stunden waren einfach nie passiert. Jetzt geht's eigentlich erst los. Willkommen zum Stream. Wir wollen jetzt die Doomsday Heist durchspielen. Ihr seht gleich vier Vollprofis beim Spaß haben. Kommen sind die Leute da unten fängst an zu Witze machen. Finde ich gut, finde ich gut. Ah, dann wisst ihr direkt, was hier abgeht. Ja, natürlich. Kannst du mich ruhig in deine Organisation einladen? Ja. Sobald ich aus dem Ladebildschirm rauskomme, kann ich das gerne tun. Aber sobald ich wieder... Tim, ne? Findest du gut, ne? Ja. Tim, okay. Rat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 a, ne? Ratatatong. So, Einladungen sind raus. Defi hat angenommen. Ich hab keine Einladung. Ich auch nicht. Dann schicke ich nochmal eine raus. Keine Freunde für die Arbeit als Mitarbeiter verfügbar. Das ist das Schöne. Snacks könnte man ja mal kaufen. Auch keine schlechte Idee. Also ich habe immer noch nichts bekommen. Klabauterkralle. Ach Gott. Jetzt habe ich meinen Helm wieder ausgezogen. Wie war das als Alien ohne Maske? Ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ihr werdet mir auch nicht angezeigt, tatsächlich. Ah, war der Tim nicht eben in deiner Lobby? Ja. Ich war ja beim Scully in der Lobby. Nö, ich bin nicht bei euch in der Lobby. Rammstein 93, du bist auf jeden Fall hier in der Lobby. Ja. Und er hat auch keine Organisation bisher, soweit ich das sehen kann. Seine Farbe ist aber die gleiche wie bei mir. Ist er wahrscheinlich schon, weil ihr zusammen hier gespawnt seid, ist er wahrscheinlich schon bei dir in der Organisation. Dann müsste Rob rüberkommen und Thema mal gucken, ob er Babyblau ist, weil wenn... Nee, ich glaube, kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass, Leute, dass sind du euch auf der Lobby. Rob nicht einladen kannst, liegt einfach daran, dass er noch nicht auf der Lobby ist. Ja, das kann sein. Könnte, weil die Lobby voll ist. Ja, eure Lobby ich voll. Ich halt alle meine Kippen weggeschmissen. Endlich? Lobby voll? Möglich. It seems so. Aber da hat gerade einer das Spiel verlassen. Versuch's nochmal. Versuch's einfach nochmal. Rammstein hat die babyblaue Farbe tatsächlich. Und keine Ahnung, wo er da genau gerade ist. Achso, beim Konkurrenzkampf. Weil ihr zusammen in dieser Lobby gespawnt seid, ist er nicht aus der Organisation rausgefallen. Ich hab gehört, ihr möchtet mal wissen, wie es sich anfühlt, von der Orbitalkanone vernichtet zu werden. Nö, danke. Lehne ich dankend ab. Der Übermacht Cyber sieht aber auch geil. Den habe ich gewonnen. Beim LSK Meet. Fuck it. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was die Mission diese Woche ist. Ha! Habe ich das heute diese Woche wahrscheinlich nicht. Schade. Tim, wo bist du? Auch irgendwo drin. Irgendwo und nirgendwo. Ah, okay, dann weiß ich, wo du bist, dann warte ich, bis du vor die Tür kommst, früher oder später. Hier ist das Casino. Können wir das Casino hochjagen? Hast du gerade echt eine Orbi? Bist du gerade dabei, eine Orbi zu zünden? Sobald Tim das Gebäude verlässt? Warum machst du das? Du beschwerst dich darüber, dass wir dein Geld vergeuden und Orbi wählen. Ja, dann muss ich auch mal mein eigenes Geld verprassen, oder? Wir verprassen sowieso immer dein Geld, also. Ja, ist richtig, das tut dir in der Tat. Wir vor allem. Lieben gerne. Ja, wenn du dreimal stirbst. Im Moment mal, wenn ihr mich umbringt, ist es nochmal eine andere Geschichte. Nee. Ja, nur Mimi. Wieder nicht. Da ist er ja, der Team. Nee, gar nicht, ist ein Auto. Gut, dann kannst Tim noch nicht mal von einem Auto sein. Das ist traurig. Ja, in der Tat. Tim kommt aus dem Gebäude raus. Der wird da nicht mehr weggehen. Wirklich, das ist der Wagen. Rammstein hat Konkurrenzkampfgüter eingesammelt. Sowas tut der Tim also. Ja, ja. Ja, immer nebenberuflich.
Daneben. Du weißt aber, dass du die für Scully gerade sammelst. Oh ja. Serato Exe. Ja, ah, das ist aber mega nett. Da ist ein Bromob 9 auf unserer Lobby. Dann kann es ja losgehen, quasi. Sofort. Warte, ich brauche noch 3 Kilometer. Wo gibst du den ab? Bei weiß ich nicht, in 3 Kilometer im Umkreis von mir. Hast du jetzt eine Karre gekauft, Nachtclub Rob? Immer noch. Kackkarre, ich kann mir das kaufen. Hm. Rob, tune dir lieber im LSK Customs in deiner Autowerkstatt, das ist günstiger. Da kriegst du ja anders als da einen Rabatt. Hä, das sieht ja einfach da gerade anders aus. Kugeln? Jetzt ernsthaft, ne? Wenn du in deinem eigenen Autowerkstatt Sachen tunst, zahlst du weniger als in deinem Büro. Jo, jetzt haben wir Mitarbeiter mehr. Habe ich letztes schon kontaktiert, dass er den Auftrag abbrechen darf? Ja, warte, starte noch nicht. Lass mir erst mal die Sachen abbrechen. Ja. Ich guck gerade, habe ich noch. Das war der ich will den Übermacht haben. Bei deiner Spielhalle gebe ich das ab. Nachtclub, okay. Oder Nachtclub. Bankgedön. Was gehe ich denn da wieder verkaufen? Ja, ich war da gerade in der Nähe und wenn da keiner das beschützt, warum soll ich das nicht klauen? Der Cypher, ne? Ist schon nicht schlecht eigentlich optisch. Aber der bringt's nicht. Vor allem bei den Straßenrennen ist der Calico GTF, obwohl er schlechter aussieht, besser. Seid ihr rettig? Nö. Ich bin Mayonnaise. Gut. Ich bin Senf. Oh, schön. Ah. Ich bin Ketchup. Ich bin Wasser. Marsch. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, ey. Ach, echt? Kommt das dir so vor? Ich habe die Mission schon mal gespielt heute. Ach, das kommt dir nur so vor. Ja. Ah, okay. Wir haben sie nicht jetzt zum 5. Mal am Laufen, Quatsch. Also ich habe 6,6 Kilometer zum Wagen. 2,8. Wie viel? 2,8. Sie bitte. Hallo, wer hat ihn... Du weißt nicht, ob du es magst oder hassen sollst. Warum denn hassen? Ich finde das mega. Was? Kostüm. Das Alien-Ding? Mhm. Charles weiß nicht, ob er es hassen soll oder mag. Ich finde es ganz nett. Ich finde es eklig. Ja. Du echt? Bist eklig. Ach, mir gefällt's nicht. Ich hab's zwar, aber mir gefällt's nicht. Ich find's immer noch besser als das Superheldenkostüm. Ja, das ist doch schwerer zu kriegen. 8 Dinge sammeln oder 100 Dinge, das ist schon ein kleiner Unterschied. Den, den ich finden darf. Oder nicht? Waren's nicht 10 Requisiten? Ja. Du hast 8 gesagt. Die 10 oder 100, das ist schon... Kein Unterschied. Ein kleiner, aber fein. Ein Hinweis. ein Invite, was? Nee. Ach, Jack, ey. Wie, du lädst mich nicht ein. Das finde ich aber nicht nett. Verdammt, der hat's mitbekommen, dass wir was machen. Wer hat ihm von der geilen Party erzählt? Rob? Ja. Okay. Er hat sogar zugegeben. Da ist der Übeltäter. Also, oi, falsche Abkürzung. Oi, die geheime, Rob. Oh. Die geheime Party. Ja, da die gehen alle nach Hause. Die geheime Party. Tim. Geheime Party, ey. Tim, kommst du mit zum Briefkasten? Ah, ich kenne den schon. Ja, lass mal zum Briefkasten. Krankenwagen. Ich lenke da geht die Post ab. Ja, aber sowas von. Jo, wie er sich einfach umdreht und direkt aus. Danke dafür. Okay, die sind down. Fahr. Apropos Geheimparty, was macht ihr Silvester? Chill. Gute Frage. Hast du was geplant? Sehen ihr ins Bett. Alle zu Safi. Ja, in meine Bude, wo 1,5 Personen reinpassen. Ja,
genau deswegen. Fahr da hoch. Geht nicht, der kriegt der Wagen nicht hin. Kommt drauf an, was jetzt hier die Regierung sagt, wegen Lockdown und so ein Scheiß. Okay. Ich hab extra, weil ich am 9. Januar arbeite, habe ich extra eine Verfügung bekommen von der Arbeit, so einen Zettel, dass ich dann zur Arbeit gehen darf, falls Lockdown kommt. Nice. Ja. Der Polizeiwagen ist einfach über seinen Kult gefahren und gefallen. Hm. Das schuld liegt wahrscheinlich daran, weil ich die Platte genutzt habe. Oh, ich hoffe, du weißt, dass ich immer, ne? Ich mach nichts an Silvester. Ich hab keinen Bock, irgendwas zu tun. Ja, Racket ist eigentlich immer eine schöne Gelegenheit, aber muss man ja nicht so Silvester machen, geht ja auch so im Jahr irgendwann. Naja. Ich mach an Weihnachten Fondue. Oh, pro Tipp. Da komm ich gerne. Fondue, sagst du? Ja, Fondue. Nein, kein Käsefondue, echtes Fondue. Ist egal, Fondue ist Fondue. Egal, mit Käse oder ohne. Oder? Außerdem, Fett ist hier Geschmacksträger. Richtig. Ja, deswegen brät man ja auch direkt in Öl, ne? Richtig. Ja. Aber Käse ist genauso fettig. Egal, man macht das ja auch nicht jeden Tag. Eben. Racket ist ja nicht nur eine kleine Spielerei. Das ist sonst viel zu viel Gematsche oder Experimentiere. Kennt ihr süßes Racket? Ne. Habe ich noch nie gegessen, tatsächlich. Gemacht. Vorsicht, da kommt Polizei von geradeaus. Hast du ja, Sterne? Oh. Lester regelt das schon. Wie er immer sein Geld rausschmeißt. Ich zahle nichts dafür. Und dann sich bei uns beschwert. Lester anzurufen, um die Polizei zu vernichten, kostet mich nicht einen GTA-Dollar. Nicht mehr. Sollte es aber, so oft wie du ihn konsultierst. Nee. Wir können ja wieder in GTA Silvester feiern, treffen uns alle online. Genau, dann nehmen wir noch die Feuerwehrsraketen. Lockdown. Ja. Oder die COCs gibt's auch jetzt Feuerwehr. Ein RP-Server, der keine Whitelist hat. Oder so. Oder wir spielen die 1.18 an. Ja, ich hoffe, dass die Plugins mal fertig sind bald hier. Ja, genau, macht dem Tim Druck, der nichts dafür kann, dass sie nicht fertig sind. Ich hab nicht gedacht, dass Tim schuld ist. Ich hab nur gedacht, wenn die Plugins fertig sind. Ja, das war schon ein Winken mit dem Zaun. Hä? Da ich eher am längeren Hebel sitze, sind mir egal. Nein, du fährst da nicht rein! Geil. War das bei dir genauso? Ja, ich bin auch durch die Luft hab mich auch durch die Luft gedreht. Schade, hat ja doch noch funktioniert. Oh, das war prima bei einer Arena, ey. So, Jungs, jetzt alle konzentrieren. Ich klebe meine Dreiecktaste einfach ab, dass ich nicht mehr ein- oder aussteigen kann. Gar nicht mehr. Er läuft den ganzen Weg einfach. Ach komm, das Stückchen da bis rüber zum Krankenhaus. Naja. Da ist ja kein Weg. It's on the way. Das ist übrigens echt geil, dass sie die Gerichtsmedizin direkt neben dem Krankenhaus gebaut haben, ne? Das erschwert auf, das erleichtert auf jeden Fall den Weg. Ich hab die Leichen direkt durchs Fenster rüber in die Leichenschauer schmeißen. Ja, ich hör mal, ich stand schon mal im Krankenhaus, als ein tatsächlich ein Leichenabtransport. Ein schöner Anblick. Ich hab meine tote Oma gesehen. Oh, guck mal, GTA Ladescreen. Ich stand gerade Mission abgeschlossen. Ich konnte nicht beitreten. Aber warum lehnst du denn? Abgeschlossen, dem huste ich was. Ja, komm, wir waren nah dran, ja. Ja, mal. So, Tim, du bist. Wir alle hoffen, dass das auf dich. Du hast noch nicht einmal verkackt heute. Ich auch nicht. Andere haben halt für mich verkackt. Also darf ich jetzt. Alle hoffen, lasst es auf dir. Ein großer Auftritt, Tim. Bitte nicht. Granate. Vorsicht werfen. Yay. Im Krankenhaus auf dem Weg nach draußen. Granate.
Oder kurz alle, vor der Landung so. Granate. Alle tot. Durchgekommen. Ach ja, jetzt sind die schmalen Granatchen. Wenn du lassen aus dem Heli rausspringt, mal eben kurz eine fallen lassen. Genau, ja, oder einfach den Fallschirm nicht ziehen. Fallschirm einfach nicht ziehen. Ich spring nachher einfach ganz am Ende raus, bevor ich den Heli lande. Ja, aber bitte nicht. So, jetzt mal Spaß beiseite. Jetzt kommt der Ernst. Ja, jetzt mal ein bisschen Konzentration. Nein, warum der Ernst? Was hat der jetzt damit zu tun? Ja, von mir aus auch den Dieter. Ich sehe einen Tigon, ich sehe einen Krieger, aber ich sehe den Bohlen. Wieder mal den Krieger klassischerweise. Hm? Ah, diesmal kam kein Auto auf der Straße. Ja, zum Glück. Heute macht der Rock echt mal Sachen anders, ja. So, jetzt aber. Daran liegt, weil der Rock sich nicht an unsere Pläne hält. Bullshit. Warte, überspringen. Bitte nicht, weil dann ist das Achievement auch kaputt. Ja, aber nur wenn beide drücken können. Ja. Ach, warum solltest du E drücken? Drück mal lieber F. For respect. Lieber nicht, das hatten wir schon heute. Ja, genau so. Oder? Es muss eine Falle sein. Was? Wer muss eine Falle sein? Unsere Mission. Das ist eine Falle. Und genau deshalb. Sorry, der Hand. Ansonsten wäre das Ganze ja sinnfrei. Keine Falle. Natürlich. Vorsicht, Kurve. Oh, der Rock kann ja driften, du. Ja, das kann der. Und er kann auch sterben und andere umfahren. Safe. Aber nicht die Leute umfahren. Umfahren kann er den nicht. Umfahren, ja. Er sollte sie mal besser anfangen zu, statt sie umzufahren. Ja. Statt um sie zu fahren. Genau. Du musst jetzt hier nicht anfangen, deinen Flug mit Auto zu übertönen. Ach so. Stimmt, jetzt wo ich jetzt hier mal meine Kamerafoto von Gizmo durchgehe, sehe ich gerade, das geheime Foto wurde ja schon mal gezeigt jetzt, ne? Ja, gut. Das geheime Foto. Bei einer 10-Euro-Donation hast du ein Gizmo-Foto als Alert. Ah, oh, echt? Leute. Ja. Okay. Haben wir tatsächlich sogar in einem Stream 3-4 Mal gesehen oder zweimal? Weiß ich nicht mehr. Lost Burnout. Burnout? No. Doch, doch, habe ich. Wir brauchen die Asphaltschlappen noch. Das halte ich aber für ein Gerücht. Man kann auch sehr gut auf Felgen fahren. Also ich lausche mal vor, ne? Ja, lausche schon mal vor. Ein Lauschangriff! Heißt nicht sogar eine Mission hier Lauschangriff? Steigst du wohl wieder aus? Ja, Doktor bewegt sich noch. Ich hab den rechten. Oh. Gut, genau den. Oh. Da jetzt wir hin. Also schön. Wo hätten wir das? Data. Data ist nun. Ich sehe da nichts. Hab nichts gesehen. Also wirklich nichts. Dem hat nichts gesehen. Ja? Caution. Der ist down. Einer noch, ne? Der steht wieder auf, der Sausack. Ab ins Kino. Nicht der Saftsack? Nein, ein Sausack. Oh! Da hab ich so viel Damage genommen. So, uno, dos, res. Wie machen wir das? Immer mit der Ruhe? Da ist er daneben geschossen.
Passiert. Sehr gut. Ja, wir töten die jetzt hier. Ich, So, konzentrieren wir uns jetzt. Ihr habt den Alarm ausgelöst, ja? Ja. Jo. Wir können Rambazamba machen. Ja, yeah, wollte ich sowieso. Egal, ob wir Alarm ausgelöst. Und ich wollte einen schönen Granatensound hören, aber... Asche, die Daten? Jo, hab ich. Nein, ich pack meine Waffe nicht weg. Könnt ihr nicht. Geht das von da? Ui, yo. Was war das? Alter, ich schieß gerade aus und da war nichts im Weg. Und ich schieß gegen den Heli. Jawohl. Ja, das hat funktioniert. So, jetzt aber Kamera. Gut. Danke schön. Wie sieht man noch mit der Pumpgun? Nee. Hast du die richtige Kamera? Ja, ich gucke von oben drauf. Sollte funktionieren. Seid ihr nah? Ja. An dem Landeanflug. Also ich höre mal eure Gegner aus dem Haus rausschreien. Ja, du siehst uns aus dem Haus rennen jetzt. Alter, geh, ihr dürft nicht aus dem, ihr dürft nicht springen. Alter, nee, Sefi, geh weiter nach links, bitte. Bitte, wenn die Treppen runterlaufen, die zermetzeln. Alter. Und einmal hüpfen. Ja. Einmal kurz neue Frisur. Alter, das wär's echt gewesen. Die laufen raus und flup, 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 flup. Guck mal, Hackfleisch. Wie fährt denn das Auto da gerade? Von oben war tatsächlich schwer einzuschätzen, wie weit ich vom Bob weg bin. Hat doch alles funktioniert. Hat doch alles funktioniert. Sag mal, Scully, magst du die Frischluft? Wieso? Weil dein Fenster auf. Quatsch. Das muss so. Ach so. Ja, ist wirklich sehr, luftig, pompös. Wa? Ja, Sturmfrisur. Vor der Tür oder was? Ja, Tim hat wieder gefurzt. Er müsste halt wieder lüften. Weiß ich, ich sitze hinten draußen. Ja, natürlich. Ich hab eine Tür bei mir. Ja, warum wohl? Data. Lol, von wo haben die uns jetzt gesehen? What the fuck? Ich sehe niemanden nach mir. Ach, die sehen uns. Sehr schön. Rechts. Hm. Karte ist ein einziges. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Sie sehen mich, sie sehen mich nicht. Sie sehen mich, sie sehen mich nicht. Das bei euch auch so? Ja. Ja. Ich glaube, ich muss höher. Na, eigentlich nicht. We need the high ground. Really, von vorne? Von vorne kommt er noch. High ground. Alter! Ich schieß in die Leere. Anscheinend ja nicht. Ja, doch, guck, Alter. Ah. Ich riskier's. Oh, noch ein Heli. Oh, je, je. Könnt jetzt ruhig mal vorbei sein, wa? Ich hab schon 4 Millionen RP. Ich schieß sowas von in die Leere, ey. Was wir haben das? Keine... Yo, bin ein Weg. Sturzflüch! Das wäre das gewesen. War der Erste. Ich bleib diesmal sitzen. Das war der Zweite. Ich bleib sitzen diesmal. Mann über Bord! Scully, du musst sie retten. Nein, ich riskier's nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, das normal zu machen. Ich aber stört. Nein, was? Was? Ich soll den Heli explodieren lassen bei der Landung? Ich sehe nur so. Schön, dass du es ansprichst. Also. Ich höre es nur so Klatsch auf dem Boden. Hey, die haben beide. Oh, ihr habt keinen Standardregenschirm mehr. Wow, Regen. Ja. Mary Poppins-Style, weißt du? Ihr habt keinen Standard-Fallschirm. Sehr schön, Regenschirm.
Guck mal, ich hab gerade ein paar Mal abgeschossen. Hab. Warum das, Alter? Ich habe mindestens genauso viele getötet wie du. Ah, shit. Ich habe uns abgeschossen, das ist es. Herrlich, genau. Tim fliegt mit dem Mary Poppins Regenschirm statt Fallschirm. Hui. Das war ein ganz schön rasanter Fall. Ja, ja. Rasanter ist mein zweiter Vorname. Echt? Ich dachte, er wäre Mary. Boah. Flach. Danke, danke, ich weiß. Ja, ja, Tim, Mary, Poppins. Wie warst du echt der Letzte, der eine Donation dagelassen hat? Oder ist das hier immer noch nicht aktuell bei dem Bildschirm? Die Bits vom Wolf stimmen. Das Follow stimmt, glaube ich, auch. Müsste eigentlich. Er ist müde. Hör mal, wir haben noch nichts geschafft. Doch. Ich werde müde von nichts schaffen. Ja, dann schaffen wir mal mehr, wa? Cool, ich spawn direkt einen Quad vor mir. In mir, wie auch immer. Vor dir hin, der Indio. Weiß er nicht. Black Screen. Wir sitzen wohl die Höchstpunktzahl an VIPs und CO schon erreicht. Die Privilegien wurden widerrufen. Ey, was soll der Scheiß? Was wurde widerrufen? Mein Recht hier auf CEO. Ja, wahrscheinlich sind es zu viele CEOs. Oder wir sind nicht mehr auf deinem Server. Ups, Alter! An die Jungsmine, weg da! Masko ist online. Au. Au. Verdammt. Was? Hi Max, grüß dich. Nur damit ich mir mein Quad klauen kann, der Sack. Das kaputt gegangen ist. Ja, genau. Welche Richtung muss ich jetzt da? Boah, ich bin am Arsch der Welt gespawnt. Ey, hau hin! Ich dachte, ich treff dich nicht. Galli, hau hin! Boah, erstmal alle Räder weg. ja, ich glaube, wir müssen sowas von weggeflogen, ey. Schon wer wieder. Wer ist das eben schon wieder auf Felgen? Ja, sicher. Alter, bei mir fliegst du die ganze Zeit runter, wenn ich dich treff. Ja, jetzt bin ich dann erstmal runtergeflogen. Ist, alter, junger Vater. Ach, das heißt alter Vater. Hat schon nicht funktioniert diesmal. Schade, ich bin das Auto war im Weg. Ja, und rein. Ihr dürft joinen. Puh. Oh, ich hab gedacht, Cops waren das. Jetzt ist mein Auto beschlagnahmt. Sehr gut. Ja. Bist du nicht mehr bei uns drauf, Sefi? Nee, eure Lobby ist voll mit CEO. Ja, dann joinen wir mal dem Sefi. Da können wir nicht weitermachen. Aber dann nicht ganz unrecht, ja. Du kannst nicht weitermachen. Ja, was sind wir so machen? Doomsday. Kitzeln. Eine Füße nee, kitzeln. Nee, dafür bist du allein verantwortlich. Eventuell noch deine Freundin, aber... Arsch kitzeln doch. Aber man sagt, es gibt zwei Wege, um das groß rauszukommen. Mit Panzerung und Maschinenpistolen. Darum ist keine Agentur ohne eine Fahrzeugwerkstatt, um den Schlitten zu modifizieren. Mit sechs neuen firmentauglichen Fahrzeugen, die du mit Raketenstörsendern, Fernsteuerung und Ölminen ausschütten kannst, wird dich niemand mehr vom Kurs abbringen oder sich dir in den Weg stellen. Also, habt ihr mal die Beschreibung von dem Sultan RS Classic angeschaut? Nee, warum? Ganz am Ende steht, erhält dich bei SSASA. Ja, Southern San Andreas Superautos. Die Abkürzung ist fraglich, ja. Ja. Ja, dezent. Like the fuck? Dezent. Da steht einer auf meiner Base! Ja, natürlich. Nicht nur einer. Ja, er lebt noch. Glaub ich, der ist nice. Ah, Masko sagt gerade, der ist nice, der Wagen. Der Sultan. Mhm. Okay, du kommst mit.
Oh. Ich dachte, du willst mitkommen. Mann, beweis mal ein bisschen Standhaftigkeit, ja? Ich? Nee. Ja, genau. Versuch das Auto Alter, zu boxen. Max, hast du schon wieder deinen Namen auf Twitch geändert? Nee, war doch immer schon maskulin. Diesmal war es definitiv nicht während der Mission. Nee, weil wenn er bei mir drin ist, hat er einen anderen Accountnamen drin. Weil er hat ja mehrere Accounts, einmal um dich und mich zu unterstützen. Aber hey, wir haben es geschafft. Die erste fucking Mission ist durch. Wir können jetzt den Lauschangriff starten. Vorbereitung, Deluxor, seid ihr soweit? Alles klar? Sieht gut aus. Deluxe. Das Ding heißt. Okay. Ja, da holen wir sie mal. Ich bin in der Nähe. Gibt's da nicht auch mehr Orte? Hast du denn nachher mal bis jetzt voll in die Laterne gesammelt? Wie weit habt ihr jetzt? Ich hab's 800 Meter. Da müssen ja eh alle kommen, weil es ja vier Stück sind. Oder willst du jetzt vier Stück gleichzeitig fahren? Ja, sicher. 2,9. Natürlich wollen wir alle vier gleichzeitig. Das wird dann etwas tricky, ne? Ah, Quatsch. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, Max. Der Obama ist immer... Siehste? Da hatte ich mir fast gedacht. Also ich könnte jetzt rein theoretisch sogar mit zwei Leuten hier reinjoinen. Aber wäre das Cheaten? Ich glaube schon. Schon. Wenn du davon weißt, nichts weißt, dann nicht. Dann natürlich nicht, das ist richtig. Aber jetzt weiß er davon. Ja, hat er nicht gesagt, dass er es macht, also. Der ganze Plan hinüber. Stell dir mal vor, das macht jemand mit 75 Accounts. Zack, Scully Partner. Oh mein Gott, Lebensziel erreicht. Danke, Twitch. Auf immer Wiedersehen. Nein, Quatsch. Ich würde ja, schon klar, weitermachen. Ich noch was Geld hat, mal eben 75 Abos. Nein, Accounts. Ja, aber er muss ja trotzdem bei Sky. Nein, du brauchst. Nein, muss er nicht. Nur Zuschauer. Im Durchschnitt 75 Zuschauer für Partner. Genau. Für Partner brauche ich 75 so. Zuschauer im Durchschnitt. Ja, hier kommt auf Maskus Nachricht nochmal gerade geschaut. Für Armer, Obama braucht ihn. Obama. Ja, genau, nach Partner kommt Obama. Ich bin Twitch Obama. Ja, findet ihr noch den Punkt oder so, kann ich schon rein? Ich bin schon da. Ach, scheiße, ich bin zu nah ran. Egal, wir sind schon da, wir sind da. Ich bin auch da. Dann ach, das war doch die Mission, wo... Bleibt mal draußen, bleibt draußen, bleibt draußen, Rakete. Was für eine Mission war das? I have the high ground. Ew. Ich habe auch high ground. Das war die Mission, wo Maske mich damals überfahren hat. Yay, überfahren. Geht hier rechts rum? Wenn es wackelt, treffe ich nichts. Danke, Scully. Schlüsselguard. Das war auch der. Die alle tot. Ist keiner mehr da, oder? Doch, nee, zwei Stück sind da noch. Achso, okay, ja, die Marken. Da lacht er nur dreckig, ich weiß. Das war knapp. Alter, geht's so? Boah, das haben richtig schönen Schuss abbekommen, Tim. Alter, Tim ist richtig einen harten Schuss abbekommen. Oh oh. Bist fast tot. Nee, ich muss schnell hier wegfahren. Und fahr weg. Tot? Oh, war das Glück. Ich musste den grün nehmen, sonst wäre da, glaube ich, explodiert da drin. Habe ich gerade gesehen, ey. Was machst du denn für Dinge, sag mal? Blau. So, Masko, würde ich sagen, ist lange nicht mehr da gewesen, aber gerade weil er wieder da ist, kann man sagen, welche Farbe wir machen, Deal. Er sucht die Farbe für uns alle aus. Nein. Kriegen wir also das jetzt? Eure Lieblingsfarbe und nicht die der Chat. Ja, kriegen wir wenigstens eine einheitliche Farbe hin diesmal? Nein. Nein. Oh, ich hab befürchtet. Jo, wir schaffen das. Sekundärfarbe, alle in der gleichen. Alter. Das ist mit dir. Ja, geht ja nicht, du Sack. Guck mal, wer da vorne steht. Jungs, Masko. Ist kein illegales Straßenrennen hier. Ey, Tim. Alter. Was ist mit euch kaputt? Es regnet vielleicht. Ja, Masko mit seinem Zentrum. Jawohl. Ja. Dann würde ich ja die Reifen vom Scully zerschießen. Ne? Warum von mir? Du fährst auch wie der besenkte Sau. Wer ist in mich reingefahren? Du! Ja, doch. Reingefahren ich hätte bremsen sollen. Ja, das
kommt manchmal ziemlich gut, wenn man um eine Kurve fahren will. Also machen wir Sekundärfarbe machen wir alle gleich, ja. Ja, komm, Sekundärfarbe alle gleich, dann machen wir hier Lachsrosa. Okay. Aber so Sekundärfarbe Lachsrosa. Sekundär Lachsrosa, komm, lass uns wenigstens die Sekundärfarbe. Okay. Wo war denn Lachsrosa? Bei Pink und Rot. Wenn du von oben runter gehst, Klassik, Metallic. Metallic. Er hört, wie der abbremsen kann. Aber hallo. Wollen bei mir wart ihr gerade gesteckt? Also von außen rein wart ihr gesteckt. Oder was ist denn der Lachsrosa? Klassisch, bei matt Rot, oder Metallic? Metallic? Ich hab mehrere und ich hab den jetzt in klassisch genommen. Ja, ich nehme mal Metallic. Ja, zu spät, ich bin raus. Nummer 27. Lachsrosa? Ich dachte Pfister. Nein, Lachsrosa. Hast du Pfisterrosa genommen? Nein. Hab jetzt der Regie. Oh mein Gott, haben wir es vielleicht endlich mal hinbekommen? Wir werden es sehen. Also nachher sind wieder die Farben aus. Die Farben eh nicht so wie gestellt. Weißt du, die Mettgrün und dann Lachsrosa, Alter. Mmh, ist das hässlich. Ich habe schwarz Metallic mit gelbem Perleffekt und dann Lachsrosa. Sieht auch nicht gerade gut aus. Dieses Lachsrosa macht einfach alles kaputt. Ja. Hallo Dino! Hallo Dino! Guck mal, wir haben ein schönes Auto. Hallo Dino! Oh nein! Wir haben es, glaube ich, das erste Mal geschafft, Sekundärfarbe alle gleich, oder generell mal eine Farbe gleich zu halten. Lachsrosa. Oh, hier mit. Oh, mein Schweinchen-Auto, ne? Pfisterrosa und. Oder heißes Pink und Lachsrosa. Ach du Scheiße, Alter. Das fährst du auf jeden Fall nachher selber. Nein, das habe ich nicht. Das habe ich nicht jetzt. Nicht jetzt. Das Schweinchenauto hatten wir mal. Wie geht es euch? Ja, es geht. Ich hab. Und dir? Was? Muss nicht. Ed muss. Ed. Oh, two top note. Kurve. Boah, das war ein schöner Drift. Das war ein schöner Drift, Scully. Das hast du gut gemacht. Der war auch nicht schlecht. Cool, ich glaube, ich hab's raus bei Regen. Mit dem Auto. Jetzt von dem anderes. Krieg ich hin. Ich weiß noch nicht wann. Sagt er und wickelte sich um die nächste Laterne. Aber bitte nicht in echt machen, ja? Nee, du weißt doch, was passiert. Du weißt, wie ich das in echt mache. Ich nehme nur die Serpentine ein bisschen zu schnell. Ja, und das noch nicht mal mit dem Auto. Ja. Aber hör mal, ich bin doch. Wie gesagt, ich. Hast du das echt komplett gemacht? Scheiße, sei leise! Du weißt. Oh, du brennst! Du weißt schon, dass ich euch sehe, ne? Na, was? Nein. Naja, ich hab. Ihr OBS-Vorschau hab ich an, ne? Upsa. Geht gar nicht. Ja. Schöne Auto. Dich selber. Ja, genau. Man hätte zu deinem Auto auch sagen können. Ja. Darauf freue ich mich auch, Dino. Hab ich auch, Max. Auf dem Urlaub würde ich mich auch freuen, ja. Ich hab eine Woche. Was, hast du jetzt eine Woche Urlaub? Ja, nächste Woche. Ja, ab nach Stuttgart, wa? Ach, ja, ich muss arbeiten. Ja, ja, macht ja diese Woche gehabt, ne? Ja, macht nichts. Dann warten wir halt zu Hause, bis du kommst und freust dich auf den Feierabend. Ja, klar. Ich. Kaputt von der Arbeit und nee, ich die zwei schon wieder. Party bei Rob, ohne dass er da ist. Wir fahren mit der Freundin, passt schon. Ich glaube, die wird sich bedanken, ey. Nee, danke. Ja, finde ich auch. Sollte sie auch. Party People wie wir, hallo. Entschuldigung. Aha. Entschuldigung? Jetzt klappt's gleich, ja. Eine Frage habe ich. Auf zum Rob. Auf zum Rob, sagt. Ja, Dino möchte mit nach Stuttgart, wie es aussieht. Seh ich. Na dann, mit. Auf geht's, wa? Ja, natürlich, ey, da, wir vier und Dino. Ja?
Also noch habe ich meine Wohnung, gell? Ja, dann meinst du dann eine Hausparty bei dir? Wohnung, Hausparty, yay. Bis wann hast du jetzt noch, wenn man fragen darf? Ist das nicht unbedingt für den Stream schon wieder gestorben? 32.12. Ja, wollen wir. So abgestreamt in deiner alten Bude. Reiß die Wände ein. Internet hätte ich dort noch. Jo, wir streamen von Rob Rose. Muss halt dein Equipment mitnehmen, da steht nichts drin. Ja, macht nichts. Steckdose und passt schon. Boah, war das knapp. Gerade noch angenommen, rechtzeitig. Er ist uns gestorben. Fast. Kurz macht denn der Rob da? Der Rob tut schon wieder eine Karre. Schon wieder Geld aus, ja. Hast du dir den Cypher jetzt geholt? Ja. Der hat sonst nichts zu tun. Dino Rad, yeah, Party bei Rob. Die freut sich wirklich. Warte, die bestimmt wieder auf mich, gell? Ey, ja, natürlich. Alles wartet auf dich. Okay, dann tune ich später weiter. Zwischen den Missionen immer, ne? Tunte immer zwischen den Missionchen. Ja, mach ich doch, aber ihr seid so schnell. Ja, ist doch alles. Das war kein Angriff jetzt. Das war kein Angriff. Doch, ein Lauschangriff. Den machen wir jetzt. Du. Übrigens, die Gizmo kommt Mittwoch wieder wahrscheinlich erst. Damit du auch Bescheid weißt. Hit me. Hit me, baby, one more time. Lieber nicht. Genau, ich fahre jetzt mit dem Motorrad und dann gibt's einen Unfall, zack, tot, wieder vorbei. Was sagen die denn noch? Nur, dass sie halt weiterhin kontrollieren möchten und noch ein bisschen Blut ab. Er pinkelt rosa. Lachs und das Block verrät mit Punkten und Streifen. Und Regenbogen. Wenn Kater so pinkeln würde, hätte ich aber mehr als Angst mit ihm. Oder ich würde ihn zu. Ja. Wenn du richtige Droge und in richtigen Mengen nimmst, siehst du auch Regenbogen. Dem ging es nicht gut. Der war auf einmal sehr träge, hat sich kaum noch bewegt, nicht mehr gegessen. Ja, die Blase hat sich halt irgendwie entzündet, ne? War doppelt so groß, wie sie sein sollte. Ich weiß halt nicht, da ernsthaft das Motorrad genommen. Doch, ich wusste nicht, was es ist, ich hab's einfach genommen. Ja, dann steigt bei jemand anderen ein. Die einzige Karre, wo ich Chrom nehmen kann. Mit Yukudes. Ey, wenn du stirbst, ne? Nimm doch wenigstens den Trecker. Sorry. Junge, schließ dich wenigstens selber ab, ja. Kommt ihr erstmal sicher an, ja? Du bitte auch. Wenn Scully nicht neben mir herfährt, ist doch kein Ding. Aha. Und ist halt weg vom Fenster. Ja, aber das Motorrad hat ja kein Fenster. Das ist ja der springende Punkt. Das Auto war böse. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ihr seid doch so süß. Nein, wir mal. Wir machen uns nur Sorgen um Scully, Alter. Ist das dein fucking Ernst? Danke fürs Richten, Junge. Du brauchst ein Fenster, wenn man quer über die Autobahn, über die Straße zurücksetzt. Tim fährt per Anhalter. Oh ja, Tim macht das Auto gebimst. Tim macht die Karawane. Warum warst du da? Hey, Aimke Review, hast lang nichts gehört. Da ist die Bombe mit dem neuen Namen. Wie oft änderst du den Namen eigentlich, sag mal jetzt? Das war ja schon einige Male hier. Und wie ich dich kenne, kennst du mich? Ja, sofort wiedererkannt. Was, Lord Currywurst? Hey, I am Currywurst. Mit dem dritten neuen Namen ist er jetzt da. Schaffe ich das noch? Ah! Wart ihr eigentlich hin? Yo! Gerade noch dran vorbei. Tim, wag dich das, ey, du bist doch eine Drecksau, bist du. Das Drehen hast du jetzt selber zu schreiben. Ja, ich hoffe, das Karma holt dich noch.
Ja, dann sterbe ich halt. Nein, das bitte nicht. Ach, hat nichts mit Rucksack zu tun. Der da ist verrückt hier. Alter. Zum Glück war ich noch nie ausgestiegen. Alpha. Bravo. Charlie. Hi, Modi. Hello. Ja, du kannst mal deine Scheißkarre hier wegfahren. Ich liebe es. Bravo. Mach die Tür zu, Mädchen. Dankeschön. Oh, herrlich. Komm, reicht jetzt. Ich mach das so. Wir machen die Doomsday heiß und versuchen das kriminelle Genie. Das heißt, in der gleichen Reihenfolge mit dem gleichen... Moment, stopp. Mit dem gleichen Team in der korrekten Reihenfolge ohne zu sterben. Hat auch super geklappt bis jetzt. Ohne zu sterben, das klammern wir mal gerade aus. Nee, das klammern wir mal ein. Ja, richtig. Das ist noch nicht passiert heute. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht hätte passieren dürfen, sollen können. Jo, das juckt den nicht. Alles klar. Lass mich mal einmal an die Seite von dir, Dicken. Dicker LKW, lass mich mal an deine Seite. Ach, come on. Jo. Oh, wieso beschleunigt das Ding? Wieso hat so ein LKW so eine krasse Beschleunigungssache gemacht? Jo, guck mal, die haben hier jetzt, Boah, ich bin... Die schießen mit Skill. Gülle. Alter, die haben echt Skill beim Schießen. Ich nehme wieder Alpha und Bravo. Nee, pass auf. Wir haben, also, wenn rein hypothetisch, wir hätten angenommen, wir hätten schon verkackt heute. Dann bestimmt nicht, weil Rob mich einmal zweimal überfahren hat. Nur um sich ein neues Auto zu kaufen, weil Rob gestorben ist oder was war's? Sefi aus dem Helikopter springt. Nur so rein hypothetisch. Das wäre ja Wahnsinn. Nee, also das ist der Fass ist wie immer vortrefflich, natürlich. Oh, ein Wahnsinn. Warum schickt ihr mich in diesem Stream? Wie schiebt das nicht auf Rob? Ich sagte rein hypothetisch angenommen. Und wenn die rein hypothetisch Delta. Wenn es rein hypothetisch stimmen würde, könnte man das im Stream nachschauen. Ich hab keine Ahnung, wo ich nicht soll. Ich bin bei A und B. Was auch immer zuerst kommt, macht man zuerst. Ich bin in der Stadt und weiß nicht, wo Wasser ist. Am Hahn. Ist. An jedem Wasserhahn kannst du Wasser ziehen. Ich glaube, das war nicht deine Frage, ne? Das ist richtig. Hover Mode. Ich kann hovern. Hover Mode. X. Oder F, suchst dir aus. Okay, dann drücke ich F. Da du ja nicht fliegst, ist es ja vollkommen okay, ne? Boah, sag mal, wo ist denn D? Am Arsch. B habe ich fertig. D ist ja mal mega weit weg im Vergleich zu sonst, ja. Ne? Boote definitiv einfacher als die Trucks. Ja, weiß nicht, aber die Trucks kann sich ganz an die Seite stellen, treffen dich garantiert gar nicht mehr. Ja, aber die Boote haben so eine schlechte Genauigkeit, wenn du bei den Trucks einmal kurz an der falschen Stelle bist. Jo, hast das Boot umgeschmissen. Ah, macht's. Und weg bist du. So, A und B down. D ist noch. D ist noch. Ich sehe aber nicht, wie weit. 93. Missiles! Free! So, ab zum Flughafen. Ich schieb das nicht auf Rob, zumindest nicht, also, ist hier nicht passiert, wir waren, wie gesagt, rein hypothetisch, ne? Also. Rein theopraktisch. Ne? Also. Wir sind doch nicht Quatsch, wir haben nicht verkackt. Wie geht's dir denn so, Currywurst?
Wir haben schon ewig nichts mehr voneinander hören. Der Name ist zwar Neues. Was gibt's denn Neues? Currywurst geht spezial. Er geht spezial mit Pommes Mayo. Nee, ihm geht spezial. Ach so. Jetzt eine Frikandel spezial, das wär's. Nee, Tim, Alter. Tim, Pommes-Schrank, geht's doch. Alter, Jungs. Wir müssen uns nicht gegenseitig jetzt so. Tim, hast du den Spin My Head Around, Right Round Sound hier? Nein. Oh, immer noch nicht. Mann, du bist vielleicht unvorbereitet. Habe ich gemerkt, Dino, danke. Wir sind nicht so für einen Timer hätten. Und. Oh, der hat aber schön gedrückt. Alter. Oh. Die Tanklaster sind ein bisschen mitgenommen. Ja, solange ihr nicht... Dass wir gleich wieder Polizei kriegen und das gescheitert ist. Ja, durch Polizei glaube ich nicht. Selbst wenn, das wäre auch nicht schlimm. Ich habe keine Leute auf meinem Gewissen. Ja, Rob. Nur Sachschäden verursacht. Was? Ich war doch, ey, ganz ehrlich, Sefi, kannst du mich mal, ey. Du hast doch die Feuerwehrleute um... Stopp. Halt. Du hast angefangen. Nein, ich hab nicht. Warte mal. Ich hab den ersten umgebracht. Da war's Timmy mit dem ersten. Und du machst die Tankdinger da kaputt. Ja, Sachschaden. Keine Personenschaden, ja? Ja, Sachschaden ist schlimmer. Nee. Nee. Noch? Dinge kann man reparieren. Tote Menschen nicht. Doch. Kalli, was machst du da? Ich weiß. Ja! Juhu! Dann mach doch Hover-Modus schnell an. Ging? Ja. Alles gut, alles gut. Da hat sich jetzt. Da hat sich Dino jetzt zu früh gefreut mit dem Sound. Ja. Ey, komm. Du musst die Schräge hochfahren. Ja, will ich ja auch, aber irgendwie will das Auto nicht. Oder du kannst nicht? Maybe, aber normalerweise hab ich das doch auch geschafft, sag mal. Doch, du kommst auch. Ha! 0 Meter. Nice. Oh, Kami, Hami. GG. Ich stehe bei genau 0 Metern. Nein, du kommst näher ran als ich. Ich merke übrigens, dass mein Auto schon kompletter Schrott ist. Ich habe mir mehr Schaden zugefügt als die Gegner. Oh, mein Fuß eingeschlafen. Du hast eine Idee, das klingt schon mal nicht gut. Doch. Er steigt erstmal aus. Gute Idee. Steig erstmal. Haben die eigentlich schusssichere Reifen? Ja. Oh, ein Sir Skull King. Scheiße. Rob. Hey, was ist denn mit euch kaputt? Ich weiß es immer noch nicht, ne? Was soll denn kaputt sein? Da weiß ich nicht. Ihr! Hey, wieso das denn? Deluxos? Deluxe, siehst du? Jetzt Flugzeug, bitte. Danke. Hast du ein bisschen Angst, dass der... Wieder einfach... Letztes Mal fährt einfach die ganze Zeit geradeaus, ohne abzuheben. Ja, das ist auch gut. Oder er schmiert vorher ab. Wie hoch kommt das Ding eigentlich? Also, es steigt noch. Oh. Alter, komm, Flugzeug geflogen. Harvard an, komm schon. Alter. Ey, mach es nicht so spannend, sag mal. Doch. Ja, ich war am Handy drin und dann kickt mich das Flugzeug und das Harvard geht aus. Ja, wir haben schon andere Situationen gemeistert, ne? Ey, guck doch, da guck doch im Stream, du Lockaffel, du. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Wie viel haben wir eigentlich? Ich habe keine Fortschrittanzeige. 63, 64, dann kümmere dich mal um die Helis. 65. Wäre schön, wenn sich einer drum kümmern würde. 70. Ja.
sind gekümmert worden. Einer ist noch, einer ist noch, einer 80. Ist noch. Ja, ich merk's. Oh ja. War mal. War da mal H? Warte, hatten du denn da? Leute Wechsel aus dem Fernsehen können da sogar Haare 1, erkennen, nämlich mit HDTV. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich runterzähle nicht hoch, gell? 100. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehst. Uiyo, direkt neben meiner Nase. Yo, yo, uiyo. Hindernisparcours. Jetzt zerstört das Ding einfach, während es direkt neben mir steht. Ja, natürlich. Das hatten wir doch auch mal, dass das einfach sich nur gedreht hat und runtergeflogen ist, ne? Ja, weil das irgendjemand getroffen hat vorher. Hm. Woher kommt der ganze Dreck hier am Wagen, sag mal? Das sind nicht nur Kratzer. So wie du fährst, kann ich. So wie ich fahre? Ach bitte, John, das ist doch jetzt nicht kein Weltuntergang. Hm. Was macht der Rob denn da? Ach, der steigt noch auch. Oh Mann. Willst du gleich hier Saltos machen zum Loopings? Yes, sir. Ah, so. Mal gucken, wie viel du hast. Ich glaube, ich habe die höchst. Ja, ich habe die Höhe erreicht. Höher geht's nicht mit dem Deluxor. Oder doch? Ups. Ich weiß es nicht. Tu mir nur einen Gefallen. Drück nicht F. Ich habe einen Controller in der Hand. Dann drück nicht Dreieck. Boah! Was? Und? Do a Barrel Roll. Tim ist aber auch gut aufgeklatscht. Fliegt dran vorbei. Scheiße. Zwei. Gib das mal bei Google. Gib das mal bei Google ein, Dua Barrel Roll. Weil es ist keine Fassrolle, Rob, ne? Ja. Ich sehe aber noch keinen vom Himmel fallen. Ich sehe auch noch keinen Rob vom Himmel fallen. Ich bleib auch im Auto sitzen, nicht, dass er mich platt macht. Jim, geh lieber ins Auto. Drauf landet so Rotz. Außer Gefecht. Oh, Schande. Was ist der Rob denn? Da kommt der Rob. Ach da, hallo. Ganz smooth landet er jetzt. Yo, ganz smooth. Erstmal auf den anderen drauf. Alles nachdem er die Laterne abgerissen hat. Steht gut. Er hat die Laterne abgerissen. Das ist so ein schöner Fahrtübergang, oder? Total. Und Zephy sein Deluxus hinten tiefer gelegt. Wie Silber? Wie? Ich habe drei von den Typen zerstört. Siehst du nur Gold. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Gib mir das Platin. Bronze, Silber und Gold, was ich begehre. Ja, Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt, habe ich auch nicht bekommen, siehst du? Es ist, was ich begehre. Ja. Brain. It's raining man. It's raining man, ja. In dem Fall war es aber eher ein Raining Rock. Ja, aber ich würde sagen, in den Luxus. Was? Was? Ich dachte auch, da kommt jetzt eine ganz smooth Landung, weil der da so langsam runterkommt und einmal so klatscht, Laternen abgerissen. Auf Schiffiland. Ja, aber guck mal, ich freue mich schon, wenn wir im Akt 2 sind, weil wir hatten die Avenger-Mission im First Try geschafft, was wirklich, wirklich eine gute Leistung war. Haben wir das? Ja. Scheiße. Ja. Sollen wir nächstes Mal echt sterben? Das kann jetzt sein. Nein. Oh. Mann, Scheibe abschneiden von den Beinen. Von den Beinen? Was? Okay, von den Beinen hole ich mir auch noch was. Ja. Yeah. Ich krieg schon Schaden, obwohl ich nichts machen konnte. Das ist richtig. Wie, du hast mich in dem Auto getötet? Ja, natürlich. Ich denke, das ist schusssicher, der Deluxe, der Yuku Death. Nee, du bist eingestiegen. Ach so, warum hast du mich ausgeknipst? Den Sturz überlebe ich doch, oder auch nicht?
Das sah sehr gut aus, muss ich sagen. Hä, wo ist die gelandet? Ist die jetzt? Na dann, Scully, hau rein. Bin auf dem Weg. Sorry, ich musste nochmal rechnen. Willst du wegfahren? Hallo? Oder was hast du jetzt damit zu tun? Keine Ahnung, ich suche mein Auto. Dann schießt man die Leute über den Haufen, oder was? Ja, wayo. Wayo. Der Rob wieder, voll aggro hier. Ein halt ich aus, das ist nicht das Ding. Au, 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 irgendwas tötet mich. Au, au, au. Ich weiß nicht, was du meinst. Auch einen zweiten? Oh. Wenn der trippst vielleicht. Alter, das war so close. Warum hab ich jetzt einen Stern? Das sah ziemlich knapp aus, ja. Aber ich glaube, da war es tatsächlich noch ein bisschen mehr Luft, als ich dachte. Das Ding ist ja quasi so ein Mini. Ich würde sagen, fahre ich auf Felgen, aber nein, das sieht nur so aus. Au, 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 hör auf damit. Nein. Böser Rob. Böser Tim. Whatever. Ihr seht, was sie da für Mist machen, ne? Also, ich bin unschuldig. Ich fahre. Oha. Auto. Wieso Oha? Nur weil ich meinen CEO gerecht habe. Ja, also ehrlich. Wisch mal mit den Typen den Fußboden. Los. Mach mal. Nee. Aber der der Duke Odess ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der sieht zwar nicht optisch so geil aus, aber. Ja, guten Dinge sind 16. Hält eine Rakete aus auf jeden Fall. Okay, ins Theater will ich jetzt hier nicht. Und ist schusssicher. Sollen wir das mit den Raketen nochmal prüfen? Ja, natürlich. Prüf gerne nochmal, gerade jetzt. Du hast 10 Sekunden Zeit. Ich bin auf dem Weg. Mhm, ich gucke auf die Uhr. 45 Sekunden haben wir jetzt. Warte, was sind 10 Sekunden? Habe ich ja gesagt, in den nächsten 10 Sekunden kannst du testen. Und teste das war's. Dann teste ich die Raketensicherheit von der... Kein Ding. Und was? Deinem Sparrow. Ja, die sieht ein bisschen... Bei einem Ultraleichtflugzeug anders aus, ja. Das ist ein Helikopter, aber. Alles geil. Echt geil. Geht geil. Das hat er mit den Gütern wurde zerstört. Sammle die Güter auf, um den. Ja, genau, tut das mal. Konkurrenzkampfgüter. Kann ich nicht anvisieren, so ein Dreck. Das ist was Blaues. Wir sind noch Drogen. Ich kaufe mir noch mal jemand kurz neue Rüstung. Dann macht mal da eure Konkurrenzkampf, Drogen, Autos, irgendwas Dingens. Nee, ich glaube, das ist ein Luxus-Export-Zeug. Dann musst du zum Hafen mit, ne? Ja. Yep. Fick dich. Hey. Was ist da passiert? Hä? Du bist gestorben? Ja, Bullen haben mich abgeschossen. Oh, oh. Bösen, bösen. Wollen wir dem ein AMAF für Rob eine Runde Mitleid? Wo ist denn noch Penetrator? Ah, das aber könnte es sein, das könnte was eigentlich so gleich Feierabend, Rob? Leute. Rob? Ja, schaff mal den Akt. Es könnte sein, dass das Auto, von dem du eben nicht wusstest, war, könnte Ocelot Penetrator sein. Excellent Penetrator? Sieht, ja, ich meine, er sieht von vorne. Ah, nee, doch nicht. Das hat getäuscht. Sorry. Falscher Alarm. Getäuscht im Scheinwerferlicht. Vielleicht schaffen wir ja wenigstens heute den ersten Akt, das wäre aber schaffen wir das in 7 Minuten? Hm. Wir können die Akula noch spielen. Schwierig. Die Akula auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Aber wieder GDA-Verbot, wa? So. Ja, dann können wir halt nichts mehr in GTA machen, ne? Keine neue Mission, kein neues Update, nichts machen, solange die Quest aktiv läuft hier. Ja, dann müssen wir wohl verkacken. Nein. Müssen wir halt 2 Wochen warten. Naja.
So, einmal geschnitzeltes. Was für geschnitzeltes? Ups, schrapp, 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 schrapp. Wen willst du denn damit schnitzeln? Den er fragt. Oder Tim. Und Tim ist... Ich hab euch extra nicht geschnitzelt. Das stimmt, der Tim hat mich aber mal geschnitzelt. Na hey, bist du selber schuld, wenn er reinläuft. Quatsch. Oder wie damals, als ich einfach ausgestiegen bin und meine Figur in den Rotor bringt, statt sich fallen zu lassen. Ja, das war gut. Bin gleich da. Ich da. Ist klar. Kannst du das Scheinwerfer verglas färben? Geht ja. Ja, das geht jetzt bei einigen Autos. Ist das Licht wahrscheinlich auch habe? Das Casino-Auto, was ich gewonnen habe, geht das auch. Ah, der Penetrator wurde abgeliefert. Sie. Also die ist denn ja direkt da. Weitergehen. Ja, ich warte noch auf Rob. Der tut. Gefühlt erst in die Garage gefahren. Die ist fast schon. Halt schneller wieder raus. Also nochmal jetzt die 2 Minuten. Ich gehe mal kurz nochmal, ne? Ihr wisst schon was und dann geht's nicht weiter. Schon wieder. Was war mit Dino? Was? Du fragst gerade was. Achso. Immer. Erklärst du alles, Dino? Steffi, erklärst du es. Was? Ich bin verwirrt. Ich auch. Dino, wir haben alle keine Ahnung, wovon Scully redet. Ja, kein blassen Schimmer. Nee. Du schälst aus. Warum? Oh, was gehört geschrieben? Mein Macht. Oh, lol. Da hat er irgendwie die Eingaben nicht genommen. Das ist auch nicht die arme Dino im Dunkeln. Keine Ahnung, ich habe den Namen Dino auch nicht ins Spiel gebracht. Das wird. Bestimmt verhört. Dem, wir haben das Ding schon geklaut. Wir brauchen nicht noch eins. Ich will aber. Ja, dann nimm mit. Was klaust du denn jetzt schon wieder? Krankenwagen. Hier ist ein Cargo-Bob für dich. Ich glaube, Titan ist für ihn interessanter. Ja, sorry. Damit kann das Krankenhaus gerade nicht gehen. Ja. Aber mit einem Cargo-Bob? Welche fetten Leute wollen ihn damit retten? Dicke Leute. Ja, also dicke Leute. So ja, ich auch. Warum auch immer wir dem Gegner Ausrüstung abnehmen. Aber hey, ist mir egal. Tut das denn Not? Ja, das tut es. Ja, no, muss er denn so kaputt sein? Musst du denn so? Nein, ich muss nicht so kaputt sein. Ich wär's auch nicht. Da möchte es auch nicht sein. Chris, Ich will meinen Heli hinstellen. Einladung? Es gibt keine Einladung. Ich hab auf euch gewartet. Theoretisch müsste die Mission sofort gehen. Korrekt. Okay, oh, 6,2 Kilometer. 7. Vor Zancudo. Guck mal, das ist ja bei mir um die Ecke. Ui. Toll. Luftlinie 2 Kilometer. Also, einer Merriweather, einer hier Dingenskirchen, Flughafen. Ich bin gerade ganz im Süden. Ich bleib im Süden. Ab in den Süden. Kann ich nicht auch einfach auf dem Dach des Turms landen und von da aus hacken? Hm? Leider nicht. Ja, brauchst du Hack, dann kannst du das. Halb und halb, kann oder? Kann man hacken. Möchtest du Rind, Schwein oder halb und halb? Halb und halb ist besser. Ja, dann.
Hier steht eine Titan, Tim. Ja. Dann muss der Tim jetzt auch sofort dahin. Noch 5 Kilometer, dann bin ich da. 4. 3. Wollt ihr nicht lieber zu. Wollt ihr nicht Meriwether und Flughafen schon mal abchecken? Ich bin am Flughafen und bei Meriwether. Du bist halt zwei Orten gleichzeitig. Dude, das Meriwether Hauptquartier. Asko. Der Flughafen sind beide hier im Süden. Der fährt ja einfach unter meinen Hubschrauber hier. Ja, genau. Das schmerzhaft aus. Wir haben eigentlich. Oh, ne. Nicht töten! Nicht töten! Nicht töten! Nicht sterben! Was sagte ich noch gerade? Nicht. Was machst du? Da links, dass er was zurückgesetzt worden ist. Döden, 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 döden. Wow, cool, dude. Sefi ist gestorben? Ja, da ist ein Typ mit einem Flugzeug in mich reingerasselt. Hoffen war, dass das nach wie vor stimmt, dass die hier nicht zählen. Hoffen war es einfach. Imposter 4579. Bist du das oben? Ich bin oben. Mach mal draußen eine Rambazamba. Ich wollte gerade sagen, warum stehen hier keine Jets? Ja. Hey, hier fliegt ein Cargo Bob. Ja, ich weiß nicht warum, aber der Typ hat es irgendwie auf abgesehen scheinbar. Er begibt sich schon wieder in die Richtung. Sehr schön. Wer war das jetzt? Ich glaube, das war ein Panzer gewesen. Alter Schwede. Ich hoffe, ich komme hier noch direkt. Aber schön, wenn man nicht alle. Ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, der eine Typ, der mir hier auf den Sack geht. Direkt am Flughafen? Ja, am Flughafen. Ich bin da. Ich hoffe, hier vorne ist noch ein Jet. Zwei Spieler. Ich hoffe, die. Oh, warum macht er seine Karre immer privat? Hilfe! Hätte seine Karre nicht offen stehen lassen? Nee. Hier ist auch nichts. Ja, dann muss ich wohl über die verdammte Titan nehmen, um wegzufliegen, oder? Wenn wir schon ein Heli haben. Nee. Ja. Der Team nimmt tatsächlich die Titan. Nimm mich wenigstens mit! Hier, Scotty. Ja, oder ich nehme die Laser hier. Komm, nimm du den Heli, ich nehme die Laser hier drin. Egal, ich bin eh schon gestorben. Der ist down. Warum spawn ich hier drin? Ich bin da mal cooler, aber der Typ ist auch da, der mich eben gefickt hat. Ja, genau der. Scully, dein Heli hebt, gibt auch schon auf. Es wäre cool, wenn ihr euch Richtung Flughafen trotzdem bewegen könnt. Ja, bin auf dem Weg. Ich komme mit der Laser. Titan. Hast du die Tasche, Sefi? Nein, noch keine, aber hier ist ein Spieler. Ich weiß nicht, was der damit macht. Ob der es nur auf mich abgesehen hat, um mich zu töten, weil er ein Idiot ist, oder ob er es eventuell auch auf den Akula abgesehen hat oder den zerstört. Was zerstören ist, könnte ein paar Sekunden dauern. Der hält ein bisschen ja, aber was. Aber das bringt nichts, wenn er mich gerade getötet hat und ganz alleine auf dem Flughafengelände ist. Ich glaube, in der Zeit hat er das. Und er hat sich einen Jet genommen und hat einen Jet. Passenderweise habe ich auch einen.
Ja, er hat nur eine bessere oder so. Zum Glück. Die ist unbewaffnet. Ja, es sah aus, als hätte er eher eine Laser vom Symbol her. Hey, ja. Geh an. Ach, gut. Bin wieder an der an der Akula. Guck mal, vielleicht kann ich selbst Mod-Attentäter machen und den reinfliegen. Jetzt stirbt du nicht auch noch bitte weg. Naja, der ist gerade ungefährlich in der Bessere. Muss nur in die Akula rein. Und in der Luft kann er nicht wieder rammen. Ja gut, aber ich kann ausweichen in der Luft besser. Da ist vorne, jemand der rote Typ, der hellrote Typ mit der Bessere. Ist jemand jetzt schon in der Akula oder nicht? Nein. Ich hab den okay. Akula. Hat der nur ein Maschinengewehr? Das wäre doch okay. Ich flieg hinter dir, damit der erst mich trifft und anstatt dich. Er hat den getötet, ja. Ja, und ich sinke gerade ganz langsam im Heli, weil er aufgibt. Nicht so schnell, Sefi. Hast du ihn da rausgesniped oder was? Ich hab ihn mit dem Heli abgeschossen. Der hat doch deinen Sparrow hat er doch. Na dann. Hatte er. Achso. Ja gut, Rob kann ja immer noch hier irgendwas nehmen. Ich mache auch mal eben mit Barrel. Der pinke Typ? Was mit dem pinken Typ? Das bin ich, wo du drauf schießen wolltest, gell? Ja, du schießt leider auch da. Es ist nämlich dem Ding nicht so leicht zum Zielen. Ich bin tot. Ich hatte jemanden getroffen. Wie, womit? Weiß ich nicht, mit einer Rakete wahrscheinlich auf die Titan. Ach so, ja gut. Kann mich jemand mal mitnehmen? Das willst du nicht, dass ich dich jetzt mitnehme. Wo bist denn du denn? Hier. Ich lande jetzt gerade auf dem Rockford Plaza Dach. Ah, alles klar. In dem Landeanflug. Ja, dann bist du schon noch weiter weg wie ich. Das ist richtig. Jetzt müsstest du es nur noch abgeben, wa? Ja, direkt über der Base. Sollte nichts mehr passieren. Und abgeben. Gesundheit. Gut, weil dann bin ich jetzt nämlich raus. Nein, Bro. Wir haben so viel zu tun. Ach. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Du hast die Ausrüstung von Sky Industry gestohlen, was? Ich auch. Ja, ich weiß. Wir klauen mir selber Ausrüstung, das ist total bescheiden. Da habe ich jetzt den Standard-Fallschirm wieder. Also das Spiel ist auch verbuggt. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Also, Halt jetzt aber kurz und knackig. Ich werde mich Jungs, ich habe ein Einschussloch an einer ziemlich bekannten Stelle. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, Sefi, das sieht man wunderbar. Willst du noch ranzoomen irgendwie? Kann ich. Weißt du, ich werde abgeschossen in der Luft. Was macht denn der Tim? Auch nach Bett. Nein, Tim. Nein, das kannst du doch nicht machen. Doch, geht ganz einfach. Ist der Raffi noch da? Wofür? Casino Highschool, das Finale durch. Oh, dann sage ich auch mal gut, Nächtle. Aber durchbricht das nicht, unterbricht das nicht den Fortschritt, weil wir sind ja noch da. Wir haben ja nicht versagt. Ich weiß nicht, bleibt das jetzt? Bleibt das denn gute jetzt Nacht. Stehen? Gute Nacht. Tim. Weiß ich nicht. Gute Nacht, Tim, schlaf gut. Oh, Raffi ist tatsächlich noch da. Hallo, ich habe Casino Highschool gehört. Ja, aber ja, wissen, wir ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich weiß nicht genau, ob wir das machen können oder nicht. Weil wir ja nicht verkackt haben. Nur heißt, also ich wäre jederzeit bereit. Ja, das ist klar, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, weil wenn wir jetzt versagt hätten, ja. Aber so läuft die Mission ja quasi noch. Ja, meinst du, gut, ist halt doof, dass wir kurz vorm Finale stehen wegen Geld. Ne? Deswegen hätte ich das jetzt gerne auch durchgezogen, ja. Eh nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir kommen wahrscheinlich eh nicht durch alle drei Akte durch, also scheiß drauf. Ja, ich nehme mal an, wahrscheinlich, dass Kaya Pilke bei mir ebenfalls nicht zählt, richtig? Wir dürfen keine Heist anfangen. Nein. Sobald wir irgendeinen Heist anrühren.
Könnt ihr mir wenigstens beim Verkauf helfen, das wäre zumindest etwas Geld. Ich glaube, das geht tatsächlich, Verkauf aus solchen Dingen. Wir dürfen nur keine heiß anrühren. Das ist ein exotisches Export, okay. Das heißt, ich darf mich das nächste Mal eigentlich melden, wenn ihr dann wieder verkackt habt. Ja, also frühestens in 2 Wochen. Was GTA angeht, ja. Ich meine jetzt so ein Zehner, dass das nächste Woche wieder verkacken wird, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir spielen aber nächste Woche kein GTA. Ja, ich meine 2 Wochen Chaleo. Deswegen ja frühestens in 2 Wochen. Ja. Aber wir mussten doch ein bisschen mehr reinkommen, wa? Ja, heute lief nicht so. Also es ist halt echt schade, dass er halt heiß lachen könnt, weil ich halt so kurz davor, dass das neue Gebäude endlich kaufen zu können, und es ist, ja. Dann musst du wohl mit anderen die heiß machen, oder halt viel. Dino ist auch aus für heute. Was? Früher aus als sonst, bis die Tage. Na dann, Dino, schlaf gut. Ja, wenn wir jetzt Marco, Dino. Casino heiß nicht machen, bin ich aber auch gleich weg. Willst du nicht mehr Verkauf helfen von Drogen und Co.? Nee, es wird spät, ich muss morgen früh. Actually, das ist bei mir ein einziger Verkauf und das ist die Druckerei. Mehr habe ich nicht auf Philipp Lager. Na, dann machen wir das bei dir und dann den Rest bei mir. Ja. Ich muss gefühlt 4 Versuche nochmal reinholen an Geld. Gar nicht wahr, es waren jetzt erst 3. Ich muss halt sagen, es ist das Problem. Rein hypothetisch. Halt, Actually, das Problem ist halt, ich will halt den Kerl beweisen. Ja, ich komme ja auch zu labern, hau rein. Ich join gerade im Game Laden, weil kennt man ja. Ja. Ich wollte gesagt haben, ich werde wahrscheinlich aber den Heiß nicht ohne Segel starten wollen, weil der Typ so viel bei meinem Heiß geholfen hat, dass es echt asozial wäre, wenn ich ihn jetzt ohne ihn mache. So, das ist. Ach, ist auch okay. Wie gesagt, er gehört halt zur Crew für die Doomsday Heist. Ja, ich glaube, die Karre ist ein bisschen futsch, wa? Kann ich die beim SK-Miet reparieren? Irgendwann verstehe ich das eigentlich auch so richtig. Ja, dass das Exportfahrzeug kaputt ist, macht nichts. Du kriegst trotzdem den vollen Betrag. So, solange Leute, du ankommst, versteht sich. Verstehe ich das so richtig, wenn ihr sozusagen halt einen Open Heist habt, aber da nicht weitermacht, zählt der nicht richtig? Genau, wir dürfen keinen Heist spielen, auch wenn wir noch einen angefangen haben. Denken wir jedenfalls und hoffen wir. Ja. Und wir dürfen auch nicht bei irgendwem anderes mitmachen in einem Heist. Ich liebe solche Spieler, ne? Das Schloss wäre. Ich hatte einer getötet. Samt dem Auto. Das Auto hat er jetzt nicht zerstört, aber ich sehe es auch nicht. Ich weiß nicht, ob er es mitgenommen hat. Ich sehe auch keinen Spieler bei denen in der Nähe. Auch nicht Richtung Hafen, ne? Nee. Die Karre wohl despawned. Geisterorganisation kann er eigentlich nicht angemacht haben, weil das Auto siehst du trotzdem. Das ist, als würdest du einen Verkauf machen oder so, dass die ihn alle. Mit Geisterorganisation siehst du auch das nicht. Geisterorganisation deaktiviert alles tatsächlich. Ich doch also recht. Ja, Geisterorganisation alles, aber Lester verdeckt nur dich, aber nicht deine Items. Okay. Stimmt, dann musst du bei Lester auch nichts zahlen, aber Geisterorganisation zahlt sich durch. Lester zahlt sich. Lester musst du trotzdem zahlen. Aber nicht viel, ich bin mir ziemlich sicher, du musst zwar denken. Du musst es bei Lester und Nintendo locker 10k zahlen, aber Lester doch, glaube ich, wirklich für sich nichts. Was für eine Sitzung, natürlich. War ja klar. Ja, ich hab ja von Agent 14. Agent 14 hat sich bei mir gar nicht gemeldet, dass mein Bunker voll ist. Dabei sollte der mittlerweile eigentlich voll sein. Ich habe übrigens festgestellt, dass mein Bunker an der Stelle, wo er jetzt ist, auf einmal statt 700k an Waren nur noch 500k an Waren produziert, obwohl ich alle Updates habe. Wie funktioniert das bitte?
Weiß dass ich der nicht. Standort darüber bestimmt, wie gut die Qualität meiner Waren ist. Hat er nicht gar keinen Einfluss meines Wissens? Deswegen ja. Das, mein alter Bunker hat Waren im Wert von 700 volle Upgrade produziert und der macht auf einmal nur noch 500. Aber vielleicht ist er ja gar nicht voll. Ist er. Also er ist annähernd voll und nur bei 400 noch was. Oder es war irgendwie war eventmäßig basierend, dass irgendwie nein, mehr Waren bekommen hast. 700k und wenn ich von meinem alten Bunker ganz im Norden in Los Santos verkauft habe, dann waren es 1.050.000. Und 50.000. Wo war das eine Einladung raus? Ja, ich habe es gesehen, aber irgendwie hat er sie mir nicht angezeigt. Geil. Ich habe sie gesehen, hat mein Handy auf. Ja, ja. Ist auch bei mir weg. Galli, lösen wir da. Obwohl, warte, machen wir das mal. Ja, machen wir. Nochmal, Raffi, bitte. Ja,